Hallo und ganz herzlich willkommen, meine lieben Karteninteressierten. Heute gibt es mal in Soft Spoken, weil ich mich in den letzten Tagen ganz viel auf YouTube damit beschäftigt habe, gibt es für euch mal eine Kartenlegesession. Und wie du sehen kannst, haben wir hier drei verschiedene Stapel. Und jeder Stapel besteht aus verschiedenen Karten. Und diese Karten habe ich eben aus verschiedenen Kartendecks. Und ich habe ja Gott sozusagen die Quelle gebeten. Für jeden von euch, also für jede Gruppe, die durch einen Edelstein repräsentiert ist, wertvolle Botschaften für euch durch diese Karten sozusagen an euch weiterzugeben, Inspiration für dein Leben aktuell, vielleicht auch Erinnerungen an etwas, das du bereits schon weißt und wieder beiseite gelegt hast, ja, in eine Schublade gesteckt hast. Und es sind sehr viele Karten zum Vorschein gekommen. Und ich bitte dich nun an dieser Stelle, dich ganz, ganz intuitiv für ein Deck zu entscheiden, also für einen Stapel. Es kann durchaus sein, dass du dich auch zu mehr als einem Stapel hingezogen fühlst. Du kannst das Video pausieren, um ja mit so wenig Ablenkung wie möglich dich für einen Stapel zu entscheiden. Das kann passieren, indem du einfach merkst, dass deine Aufmerksamkeit immer wieder zu einem Stapel hingeht, wenn du versuchst, hin und her zu schauen und dich zu entscheiden. Das kann sein, indem du eine Zahl in deinem Kopf hörst, wie 3 oder 2, im Stapel 2 oder 3. Und das kann natürlich auch durch etwas Visuelles geleitet sein, dass du dich einfach zu einem bestimmten Edelstein hingezogen fühlst. Wir haben hier den Amethyst, einen polierten Edelstein. Hier haben wir einen rohen, ungeschliffenen Rosenquarz. Und hier einen wunderschönen Opal. Und wenn du dich entschieden hast, dann kannst du das Video wieder weiterlaufen lassen und wir schauen uns von links nach rechts jeden Stapel an. Hier haben wir nun die Gruppe 1. Du hast dich für den ersten Stapel entschieden. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin absolut gespannt. Ich habe mir die Karten nicht angesehen. Ich habe sie nur gemischt und gezogen oder rausfallen lassen. Deshalb schauen wir mal. Ich bin gespannt für dich. Die ersten Karten sind Farbkarten. Da geht es darum, welche Farben sind momentan für dich ganz bedeutsam und wichtig für dein Leben. Welche Frequenzen, die diese Karten sozusagen ausstrahlen, sind für deine Chakren oder für dein Wohlbefinden, für deine Gesundheit, aber auch geistige oder seelische Gesundheit wichtig. Und hier haben wir einmal den Saphir und einmal das Rot. Und bei Saphir haben wir die Botschaft für dich, dass du deinen Körper regenerieren sollst. Und bei Rot haben wir eine sehr ähnliche Botschaft. Wir haben die Botschaft, dass du dich von Schmerz befreien sollst. Sehr, sehr wertvolle Botschaften. Schmerz kann natürlich auch etwas Seelisches sein. Hier haben wir die eindeutige Botschaft, dass es um deinen Körper ganz im Speziellen geht. Dass du einfach besser vielleicht auf ihn achtest, ihn mehr mit Nährstoffen versorgst, gerade wenn du viel Stress hast, viel auf deine Ernährung achtest, aber auch Regeneration bedeutet mehr Schlaf, vielleicht auch mehr in die Natur, mehr in die Ruhe kommen, einfach mehr das tun, was deinem Körper wirklich, wirklich gut tut. Und das ist ja oft natürlich auch mit der Seele verknüpft, ne? Wenn es unserer Seele gut geht, dann geht es meistens auch unserem Körper relativ gut. Und mit den Farbkarten verhält es sich so, dass du dir vorstellen kannst, wie du in diesem Lichtstrahl, in diesem jeweiligen Lichtstrahl badest. Du kannst dir natürlich auch beide Farben wie eine Art Regenbogen, also zweifarbigen Regenbogenlichtstrahl vorstellen, wie beide Farben ja deinen Körper durchdringen.
in jede Zelle deines Körpers eindringen und sie zum Leuchten und zum Strahlen bringen. Du kannst dir dabei richtig dein Körpergewebe vorstellen, deine roten Blutkörperchen wie bei dieser Farbe hier. Du kannst dir deine Knochen vorstellen, deine Wirbelsäule, wie über deine Wirbelsäule alles in den Körper geleitet wird. Und natürlich auch dein Kopf, dein Gehirn, das ist auch sehr, sehr wichtig, was da für Energie reingeht und Gedanken dort eben auch zustande kommen. Du kannst dir aber auch genauso gut vorstellen, wie du die Energie dieser Farben durch die Erde, durch deine Füße in deinen Körper hineinziehst, wie ein Strudel. Also du kannst dir das auch in Spiralform vorstellen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Beim Duschen kannst du dir vorstellen oder in der Wanne, wie der Strahl der Dusche eben diese Farbe annimmt. Und dich damit komplett eben aufladen. Das sind erstmal diese zwei Karten für dich. Schöne Botschaften. Also es geht wirklich gerade hier um, ja, um Erneuerung, um Revitalisierung und um auch Loslassen von Schmerz. Schmerz, ganz wichtiges Thema für uns alle und für dich ganz besonders. Also schau, wo du Schmerz hast und wo du auch Seelenschmerz spürst und was da für Themen damit zusammenhängen, welche Themen doch vielleicht ein bisschen mehr von dir angesehen werden wollen und mehr Wertschätzung sich wünschen, anstatt sie immer sozusagen zu verdrängen. Denn das Verdrängen kostet auch sehr viel Energie. Die nächste Karte, die ich dir jetzt zeige, ist eine Krafttier-Orakelkarte. Hier haben wir ein Tier für dich. Das ist nicht bei jedem Stapel so. Manche haben, glaube ich, auch zwei. Und das ist dieser, ein lustiger Vogel. Und das ist der Kranich. Und hier geht es um Konzentration für dich. Ich werde in dem Buch, was es dazu gibt, nochmal genaueres für dich vorlesen, dass du einfach noch ein genaueres Bild zu diesem Tier und die Botschaft oder der Botschaft bekommst. Die Bedeutung der Karte: Hindernisse werden überwunden, die Kraft der Seele kehrt zurück, die Lebensenergie erneuert sich. Konzentriere dich am Weiher deiner Seele, lasse die Vergangenheit ruhen, sammle dich, konzentriere dich auf die Kraftquelle in dir. Eine neue Reise steht bevor. Du betrittst einen neuen Ring der Kraft. Passt ja sehr gut auch mit dem, was die Karten hier vorher zu dir sagen, dass du Kraft sammelst, dass du dich regenerierst und dass du Schmerz loslässt, um dann sozusagen in einen neuen Zyklus deines Lebens einzutreten. Und die Erklärung der Karte im Genaueren. Auf einem Bein stehend in völliger innerer Balance und Bewegungslosigkeit schenkt dir der Kranich die Kraft der Konzentration und Meditation. In der Innenschau kannst du äußere Bewegungen anhalten und Kraft sowie Ruhe finden, die für den nächsten Schritt in deinem Leben notwendig sind. Ziehe die Emotionen aus deinen Handlungen, indem du heftige Gefühlsregungen, Ereignisse, negative Vorfälle einfach an dir vorüberziehen lässt, wie Wolken am Himmel. Sie müssen gar nichts mit dir zu tun haben. Gib ihnen keine Energie, besonders wenn du dich in Situationen hineingezogen fühlst, ohne dass du das Gefühl hast, dass es deins ist. Der Kranich schenkt dir durch die Konzentration auf dein inneres Gleichgewicht die notwendige Distanz zu den Ereignissen in deinem Leben. Du weißt um die Kräfte und Fähigkeiten, welche in dir wohnen. Sie befähigen dich, Tag und Nacht zu fliegen, große Höhen zu erreichen, weite Strecken zurückzulegen, neues Wissen zu sammeln und eine neue Stufe der Bewusstheit zu erlangen. Wenn du dir selbst vertraust, dann weißt du, wann es Zeit ist, dich wieder zu erheben, um dich mit voller Kraft der nächsten Aufgabe zu widmen. Der Kranich lehrt dich innere Ausrichtung und Balance. Hast du sie erlangt, so verlieren andere die Macht und Kontrolle über dich und dein Sein. Menschen, die dich lieben, können dich lassen. Sei nicht ungeduldig. Du bist auf dem richtigen Weg. Glück, Erfolg und siegreiches Gelingen sind dir vorbestimmt. Und deine persönliche Affirmation zu diesem Tier lautet: Ich finde mein inneres Gleichgewicht. Alles kommt ins Lot. Jetzt. Alles ist gut. Danke.
Diese Affirmation kannst du mehrfach vor dich hinsprechen und versuch auch wirklich den Inhalt zu fühlen. Und mit dem Kranich kannst du dir vorstellen, wie er seine Flügel hinter dir ausbreitet und sie schützend über dich legt und dir seine Energie in dein System gibt und schenkt, ohne dass er natürlich selber welche verliert. Da musst du kein schlechtes Gewissen haben. Noch einmal, ich finde mein inneres Gleichgewicht. Alles kommt ins Lot, jetzt. Alles ist gut. Danke. Eine sehr, sehr schöne Botschaft für dich, deine Flügel auszubreiten und aber auch an deine Kraft wieder mehr zu kommen. Und wenn es an der Zeit ist, zu ruhen, auch ruhig zu bleiben, in der Balance zu bleiben, wenn alles um dich herum stürmisch ist. Sehr, sehr schön. Die nächste Karte, die ich für dich habe, die nächsten Karten sind aus demselben Deck und das ist die Magie der Erde. Magie der Erde-Karten, das sind sozusagen eben Karten, die aus der Erde verschiedene Bereiche der Erde Botschaften für dich bereithalten, aus der Feenwelt, wie wir hier sehen, und dem Wasser, dem Wasserfall, der Wasserenergie. Und das ist natürlich eine wunderschöne, natürliche Energie. Wir haben sicherlich hier bei dem Wasserfall auch eine gewisse Kraft, die dem Wasserfall innewohnt. Wenn man da beim Wasserfall steht, spürt man enorm die Kraft und die Energie, die von diesem Schäumen und diesem Plätschern, je nachdem wie stark er ist, wie viel Wasser da runterströmt, wie das in einen übergeht. Ne? Gibt es ja die Niagara-Fälle oder eben auch einen kleinen Fluss nur, je nachdem. Und hier ist die weitere Botschaft dazu, Mühelosigkeit. Und was der Wasserfall für mich auch symbolisiert, ist eben genau, was hier steht. Mühelosigkeit im Sinne von es fließen zu lassen, nicht gegen den Strom anzukämpfen, einfach mitzugehen und nicht in einem stumpfsinnigen Sinn jetzt nach dem Motto, ich hinterfrage nichts mehr und mache einfach irgendwas, was andere mir sagen. Das meine ich. Es meint die Karte garantiert nicht. Wir werden gleich nochmal in die Beschreibung hineinsehen. Ich verstehe von der Energie, die bei mir ankommt und auch von dem Wort Mühelosigkeit einfach, sich mehr dem Leben hinzugeben, dem Leben mehr zu vertrauen, eben mehr in den Fluss des Lebens zu kommen, anstatt immer wieder anzukämpfen und mit dem Ego oder dem, was man meint, was man unbedingt haben will, vorpreschen zu wollen und damit eigentlich so viel Energie einzubüßen, anstatt loszulassen und ein bisschen mehr zu vertrauen, dass das, was für einen sein soll, kommen wird und das, was nicht für einen ist, eben geht und dass das dann auch kein Verlust ist. Und hier haben wir die Feen. Die Feen stehen für die Erdmagie. Und da schauen wir jetzt mal genauer rein. Erstmal beim Wasserfall. Wasserfall, Mühelosigkeit. Wasser fließt auf natürliche Weise bergabwärts und findet so seinen Weg ins Meer. Ein Wasserfall demonstriert dies besonders erhaben und eindrücklich. Der Anblick seiner anmutigen, machtvollen und mühelosen Schönheit kann uns den Atem verschlagen. Ohne viel Aufhebens fließt er um Hindernisse herum. Er ist geduldig, hartnäckig und geschickt darin, sich einen Weg den Berghang hinabzubahnen. Achten Sie darauf, wie die Bänder des Wasserfalls im Einklang stehen mit den Felswänden, an denen er herabstürzt und wie er für einen winzigen Moment im Teich an seinem Fuß zur Ruhe kommt, bevor er sich weiter auf den Weg macht. Es liegt keine Anstrengung in dieser Bewegung, in der Wechselwirkung zwischen den Ausformungen des Felsabsturzes und seiner kraftvollen Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit folgt das Wasser einfach den Naturgesetzen, ganz mühelos. Und nun die genauere Botschaft für dich dahinter. Sie sind an der Grenze des ihnen Vertrauten angelangt und kämpfen dagegen an, sich über den Rand dessen hinauszuwagen, wer oder wie sie sein möchten oder meinen oder was sie zu können glauben. Der Geist, also Gott, die Quelle oder deine Seele fordert dich auf oder sie auf, diese Gesetze zu überschreiten und sich zu erlauben, es mühelos zu tun, ohne Kampf. Ja, manchmal sind auch körperliche Anstrengungen notwendig, aber wenn sie fließend und anmutig durchführen, werden sie merken, dass die Bewegung ganz mühelos sie bewegt.
wenden Sie sich der Situation oder Beziehung mit Bewusstheit und Anmut zu. Versuchen Sie nicht, es mühelos zu tun, das erzeugt nur noch mehr Anspannung. Das Schlüsselwort heißt zulassen bzw. loslassen. Dies ist keine Zeit des Kämpfens, sondern der Hingabe an den Willen des Geistes, selbst wenn Sie vollkommen loslassen müssen und über den Rand der Schöpfung zu stürzen scheinen. Sie werden feststellen, dass Sie letztlich in ruhigen Gewässern landen. Halten Sie Ihren Fokus auf Ihrem Solarplexus und Ihrem Atem. Atmen Sie sich durch alle Anspannungen hindurch. Wenn Sie sich entspannen und der Bewegung des jeweiligen Augenblicks hingeben, wird Ihr Leben mühelos. Sehr, sehr schöne Botschaft. Und jetzt schauen wir noch nach den Feen. Was wollen diese uns noch sagen? Feenenergie ist ja eine sehr verspielte Energie und erinnert, soll uns oft auch an unser inneres Kind und an unsere Leichtigkeit erinnern. Wir sind gespannt. Erdmagie. Feen sind Naturgeister, die als Nachfahren längst verschwundener Völker der britischen Inseln vermutet werden, insbesondere der Tuatha de Danann, die einst die Göttin Dana verehrten und in Irland herrschten. Im Laufe der Zeit wurden diese Völker besiegt und vertrieben, sie flohen an menschenferne Orte. Allmählich wurden sie kleiner und weniger sichtbar, um sich besser verbergen zu können. Die Feen haben die Verantwortung für Pflanzen und Bäume übernommen. Sie arbeiten mit Erdmagie, um für diese Wesen zu sorgen. Auf ihre Bitte hin helfen sie ihnen auch in ihrem Garten. Zugleich verfügen sie über die Macht des Zauberns und des Shapeshiftings, also willentliches Annehmen anderer Gestalten. Feen schätzen es, wenn wir durch unser Verhalten zeigen, dass wir die Erde genauso sehr lieben wie sie und bringen es zum Ausdruck, indem sie uns ein wenig von ihrer Erdmagie zugutekommen lassen. Die Botschaft? Ihnen stehen dieselben Kräfte zur Verfügung wie den Feen. Es beginnt damit, dass Sie die Erde in Form von herzlicher Dankbarkeit und Wertschätzung lieben. Aber noch wichtig ist Ihr aktives Handeln. Die Feen können Ihnen helfen, sich inniger mit der Erde zu verbinden. Dazu ist nichts weiter notwendig als Ihre Bereitschaft, auf die Bäume und alles Pflanzenleben um sie herum zu achten und ihre Fürsorge zu zeigen. Gleichgültig, ob sie in einem kleinen Apartment wohnen oder einen großen Garten haben, widmen sie der Vegetation um sie herum besondere Aufmerksamkeit. Pflanzen Sie etwas, greifen Sie mit den Händen in die Erde und tun Sie es mit Liebe und Begeisterung. Jede Blume, jeder Baum und jeder Busch, um den Sie sich kümmern, ist ein Lebewesen, das wie ein Freund behandelt werden möchte. Bitten Sie die Feen um Hilfe, damit sie gut für diese Freunde sorgen. Dann werden Sie auf vielfache Weise belohnt. Genau, Erdmagie ist ja auch etwas sehr Erdendes, etwas Stabilisierendes für uns. Wir können uns in der Natur aufladen und damit eben auch unseren Körper, unseren Geist, unsere Seele wieder mehr ins Lot, ins Gleichgewicht bringen, für mehr Ausgleich und Balance in unserem Leben sorgen. Das ist wirklich eine sehr schöne Botschaft für dich, finde ich. Okay, wir ziehen die mal nach oben. Denn wir haben ja noch mehr Karten für dich. Und jetzt kommen wir zu den Erzengeln, Erzengel-Orakel. Und da haben wir diese zwei Erzengel für dich, die dir Botschaften senden. Hier haben wir einmal liebevolle Fürsorge, Erzengel Gabriel, und kristallklare Intentionen, Erzengel Michael. Liebevolle Fürsorge, indem du dein Kind liebevoll umsorgst, tust du dasselbe auch für dein eigenes inneres Kind. Beides ist für dich in dieser Zeit von großer Wichtigkeit. Erinnert mich auch wieder trotzdem an die Feenenergie, an die Leichtigkeit und was ich schon sagte, dass Feen uns auch immer an unsere innere Verspieltheit und unsere Zartheit erinnern. Und kristallklare Intentionen, Erzengel Michael, sei dir klar über deine wirklichen Wünsche und fokussiere dich mit unerschütterlichem Glauben darauf, sie zu realisieren. Sind diese beiden Karten. Und da schauen wir jetzt auch noch mal etwas genauer hinein. Zusätzliche Botschaft. Ein Grund, warum es wichtig
ist, für dich Kindern zu helfen, besteht darin, dass du dabei gleichzeitig deinem eigenen inneren Kind hilfst. Du lehrst, was du lernen musst. Daher achte bitte besonders auf die Botschaften, die du den Kindern und ihren Eltern vermittelst. Mach dir bewusst, dass diese Botschaften auch für dich selbst von Bedeutung sind. Nimm dir Zeit zu spielen, zu lachen, lustig und sorglos zu sein, nähre und hege dein inneres Kind mit so viel Liebe und Aufmerksamkeit, wie es dir möglich ist. Zusammenarbeit mit Erzengel Gabriel, weiblich, also eine weibliche Energie hat er. Gabriel arbeitet mit Müttern und Kindern während aller Phasen der Empfängnis, Geburt, Adoption und Erziehung. Darüber hinaus hilft sie erwachsenen Kindern. Wenn sich ihr Herz danach sehnt zu spielen, rufen sie Erzengel Gabriel herbei, um die nötigen Arrangements zu treffen. Sie wird sie anleiten und führen, während sie sich liebevoll mit ihrem inneren Kind beschäftigen. Wenn sie sie darum bitten, wird Gabriel ihnen auch Unterstützung gewähren hinsichtlich ihrer Wünsche und Bedürfnisse als Eltern. Also du siehst hier, es geht gar nicht zwangsläufig nur darum, mit einem wirklichen Kind zu spielen oder sich tatsächlich um Kinder im Außen zu kümmern, sondern die Botschaft kann für dich auch ganz klar sein, mit deinem eigenen inneren Kind, mit deinen längst verloren gegangenen Träumen und Wünschen, vielleicht auch verloren gegangenen Talenten, die du als Kind viel mehr genährt hast, wo du viel mehr dich mit diesen Themen beschäftigt hast, wie Basteln, Malen, Musik, alles was kreativ ist, was sozusagen dein Herz und deine Seele zum Strahlen bringt, das vielleicht wieder ein bisschen mehr zurückzuholen in dein Leben und dir wieder mehr ja, die Leichtigkeit, die Mühelosigkeit zurückzubringen. Und das passiert meistens dann, wenn wir sehr aus dem Gleichgewicht kommen, wenn wir nicht geerdet sind und eben auch von Schmerz und Dysbalance geprägt sind, weil wir so vieles in unserem Leben vernachlässigt haben, was uns eigentlich gut tut, was wir nach und nach aufgegeben haben durch die Arbeit oder durch die Pflege eines Angehörigen, was auch immer dich von deinem Weg abgebracht hat. Und das ja, wird dir dann eben sozusagen rückgekoppelt von deinen Emotionen, dass du mürrisch vielleicht geworden bist oder verbittert, dass du miesepetrig, pessimistisch geworden bist oder eben auch sehr traurig, sehr antriebslos, sehr kraftlos und das sich dann natürlich auch im Schmerz in deinem Körper bemerkbar macht. Und das ist eben die Erinnerung wieder für dich, mehr in deine Verspieltheit, in das zu kommen, was dir Spaß macht. Zum Beispiel vielleicht mal einen Kurs zu machen. Ich habe eine liebe Freundin, die macht immer wieder mit der Freundin ihres Bruders ein paar Kurse, Mosaik zum Beispiel oder Makramee basteln. Und was wir als Erwachsene so ein bisschen verlernt haben, ist dieses einfach nur machen, weil es Spaß macht. Oft ist so das Erwachsenen-Ich vom Geist her so gepolt, dass es sich immer denkt, was bringt mir das? Kann ich damit Geld verdienen? Hat das irgendeinen Nutzen für mein Zuhause? Also wir hinterfragen das zu sehr, anstatt einfach im Moment zu sein und den Prozess des Machens, des Kreierens, des Schöpfens sozusagen zu genießen. Also ohne darüber nachzudenken, ob das Bild nachher schön wird, ob du es jemandem schenken kannst, ob es dir gefällt, einfach zu malen und dich auszuleben oder etwas eben zu basteln oder am Auto rumzuschrauben, was auch immer dir was dir taugt, was deins ist, einfach im Moment zu sein und einfach nur Spaß zu haben in dem Moment oder auch einfach nur spazieren oder wandern zu gehen, wieder mehr, einfach die Dinge wieder mehr, wieder aufleben zu lassen, die du irgendwann mal gemacht hast und die sich im Lauf deines Lebens vielleicht auch verloren haben. Genau, und hier haben wir noch die kristallklaren Intentionen, dass du eben an deinen wirklichen Wünschen arbeitest oder sie auch wieder mehr ins Bewusstsein bringst. Was ist eigentlich dein Fokus im Leben tief in dir drin und nicht, was erwarten andere von dir oder was denkt dein Ego, würde nach außen hin gut aussehen, würde ein gutes Image kreieren, sondern was sind wirklich deine tiefsten inneren Wünsche? Und hier haben wir die zusätzliche Botschaft für dich. Nachdem du um Führung gebetet hast, sei kühn genug zuzugeben, was du dir wirklich wünschst.
Wisse, dass du, genau wie jeder andere, das Beste von allem verdienst in jeder Beziehung. Wohlstand und Fülle sind Gottes Wille für jeden Menschen. Sichere dir deinen Anteil dieses göttlichen Erbes, indem du dir ein klares geistiges Bild deiner Wünsche machst. Erlaube dir die Vorstellung, dass dieses Bild sich bereits manifestiert hat und erlebe die emotionalen und physischen Gefühle deines Wirklichkeit gewordenen Wunsches. Mach dir keine Sorgen darüber, wie sich dein Wunsch manifestieren wird. Die unendliche Kreativität des Schöpfers wird dies in sehr raffinierter Weise zu Wege bringen. Folge einfach jeglicher inneren Führung, die dich anleitet, Schritte zu unternehmen, um diesen göttlichen Wunsch gemeinsam mit dem Schöpfer Realität werden zu lassen, und erlaube dir, alles Gute dankbar zu empfangen, wann immer es deines Weges kommt. Die Zusammenarbeit mit Michael. Michaels Aura ist königsblau, gemischt mit einem Hauch herrlichen Violetts. Wenn er in der Nähe ist, kann es sein, dass sie kobaltblaue Lichtfunken sehen. Der Kristall Sugalit ist auf die Energie von Erzengel Michael abgestimmt. Wenn Sie einen Sugalit am Körper tragen oder in der Hand halten, werden Sie unter Umständen feststellen, dass Sie durch Ihre Worte tiefgreifende und liebevolle Botschaften übermitteln, die von Michael kommen. Also auch hier nochmal eine schöne Erinnerung, ja, an dein tiefstes Innerstes, dich mehr auszuleben und wieder mehr zu deinem, ja, wahren Ich, zu deinem wahren Selbst zurückzufinden und eben auch vielleicht mehr und mehr deine Mission in diesem Leben auf dieser Erde zu erkennen, weshalb du vielleicht hier bist, was sind deine Gaben, was kannst du mit der Welt teilen. Und das Schöne im Leben ist, dass die Dinge, ja, die unsere Gaben sind, meistens immer eine beidseitige Richtung haben. Das heißt, wir machen etwas gerne und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass auch andere sich oft daran erfreuen können. Selbst wenn man zum Beispiel am Gärtnern Freude hat und nur seinen eigenen Garten schön macht, so hat die Natur etwas davon. Und auch die Menschen, die uns in unserem Garten besuchen, können sich ebenso daran erfreuen. Also das ist wirklich ein sehr schöner Mechanismus im Leben, dass indem wir in unsere Freude kommen und etwas tun, was wir gerne machen und damit ja auch sehr engagiert sind, weil wir so viel Freude daran haben und so viel Zeit und Energie investieren, es oft auch andere Menschen sehr erfreut, einfach zu sehen, dass man in der Freude ist und sie dadurch an ihre eigene Freude wieder mehr erinnert und ja, darin inspiriert werden, aber auch an dem Endprodukt vielleicht oder der Enddienstleistung, die wir vielleicht als Gabe haben, auch damit anderen noch eine Freude machen können. Und wenn es der Natur und den Tieren eben dient, auch schön. Okay, und jetzt haben wir noch das schamanische Seelenorakel für dich. Da haben wir den Sammler, die Nummer 21. Die Essenz. Bevor wir anfangen, Getreide anzubauen, haben wir uns an den Gaben der Natur bedient, ohne selbst etwas zu sehen oder zu pflanzen. Der Sammler findet selbst an Stellen, an denen das ungeschulte Auge nur unfruchtbare Erde wahrnimmt, Samen, Nüsse, Beeren und wilde Kräuter in Hülle und Fülle. Der Sammler ist der Ernährer, der Jäger und der Gärtner, der sich und die Seinen für die lange Winterzeit, in der kaum Fleisch zur Verfügung steht, mit Wurzeln und Gemüse versorgt. Doch hortet er nichts, weil er auf die endlose Fülle, von der er umgeben ist, vertraut. Die Einladung dieser Karte an dich. Schau dir an, was du schon alles zur Verfügung hast. Dies ist eine Zeit der Fülle und des Überflusses. Alles, was dich umgibt, ist reif und kann geerntet werden. Verbanne jegliches Mangeldenken, das deine Optionen eingeschränkt und die Richtung deines Schicksals bislang bestimmt hat. Besorg Nahrung für den Winter und fang mit den vielen Früchten an, die überall um dich herum wachsen. Du kannst sie ganz leicht erreichen, brauchst nur die Hand auszustrecken. Und die Medizin, also Vorsichtbotschaft, die die Karte auch bedeuten kann für dich. Geh nicht zu weit auf der Suche nach den Dingen, die der große Geist doch längst bereitgestellt hat. Übe dich darin, in Vorleistung zu gehen, indem du deine Dankbarkeit schon zeigst, bevor du etwas erhalten hast. Sollte deine Einstellung von Mangeldenken geprägt sein, öffne dein Herz, um über die gegenwärtigen Verhältnisse hinauszuschauen. Die schiere Fülle, die sich dir zeigt, wird dich verblüffen. Teile statt zu horten.
Das finde ich auch generell momentan eine sehr schöne Botschaft in diesen merkwürdigen Zeiten, in denen wir uns befinden. Trotzdem auch eine Zeit, die zeigt, wie wir als Mensch sind, wie wir ticken. Sind wir jemand, der eben nur an sich denkt, oder sind wir jemand, der auch hilft, wenn er sieht, jemand anderes ist in Not? Und das ist ja auch ein Zeichen von Fülle, wenn ich das, was ich habe, mit anderen teile, wenn ich sozusagen in meiner Kraft bin. Und selbst wenn es nur eine Kleinigkeit ist, die ich gebe, von mir ein bisschen Zeit für jemanden, ein offenes Ohr oder einen kleinen Ratschlag oder etwas besorgen für jemanden, der es nicht kann, was auch immer. Also es ist ganz wichtig, in die Fülle im Leben zu kommen, sich eben seiner Gaben in einem, aber auch um einen herum, also die Geschenke, die einem das Leben bietet oder schon gegeben hat, auch zu sehen, anstatt immer eben dorthin zu sehen, wo es nicht passt, wo es stockt und blockiert, sondern wieder mehr sein Herz zu öffnen für all die Geschenke in einem und auch um einen herum. Also auch wieder, ja, eine schöne Botschaft, denn die geht auch so ein bisschen mit den eigenen Wünschen einher, dass ich eben daran glaube, dass ich gesegnet bin, dass ich Gutes auch in meinem Leben habe und dass ich auch das Handwerkzeug habe, um eben meine Wünsche zu nähren, also in die Fürsorge für mich selbst zu treten und nicht zu sehr im Außen zu suchen, sondern schaue, was ist bereits schon in mir, was habe ich schon bekommen. Und dann ist es häufig so, wenn wir mehr in diese innere Fülle kommen, dass dann auch der Schmerz und diese Schwere, die auf uns liegt, wie von Zauberhand von uns weicht. Natürlich ist das Leben ein Prozess. Wir sind alle auf unserem Weg und es ist selten so, dass alles perfekt ist und dass immer wieder natürlich Hindernisse gibt, die wir überwinden dürfen. Aber dafür brauchen wir eben auch Konzentration und Balance. Wir brauchen Regeneration. Wir brauchen Ruhe. Wir brauchen aber auch die Erde, die Mutter Natur, um uns wieder aufzuladen und zu energetisieren. Und wir brauchen auch das Vertrauen, dass alles zu unserem Besten geschieht und dass wir uns einfach ein bisschen mehr wieder zurückbesinnen, was uns gut tut, wieder mehr zu uns selbst kommen, anstatt uns immer so vom Außen ablenken zu lassen. Ablenkung bringt uns einfach viel zu sehr aus unserer Mitte und entfernt uns eben von unserem wirklichen Kern. Und wenn wir eben zu sehr im Außen sind, in der Ablenkung, dann kommen eben diese ganzen Dysbalancen, diese ganzen Blockaden, dieses sich getrennt fühlen von allem und jedem, diese Vereinsamung, dieses Gefühl der Einsamkeit. Und deshalb ist es wirklich sehr wichtig, dass wir wieder immer wieder im Leben zu uns zurückkehren, in uns kehren und uns fragen, was möchte ich für mein Leben, was tut mir wirklich gut, welche Menschen tun mir gut, welche Orte tun mir gut und was sind wirklich meine Ziele und Träume im Leben, egal was andere sagen und was andere denken. Du hast deinen einzigartigen Weg, auf dem du dich befindest, und diesen Weg macht so kein weiterer Mensch noch einmal. Und daher kannst du gar nicht von einem anderen Menschen dir vorschreiben lassen, wie es zu sein hat, sondern du hast deine eigene innere Wahrheit und Weisheit, die dich leitet eben in Form deiner Intuition und natürlich aber auch deiner Empfindungen, also wie du dich gerade fühlst. Daran spürst du, ob du ja auf einem guten Weg bist oder ob da noch einiges zu tun ist. Okay, jetzt haben wir hier für dich, oh, ich liebe dieses Kartendeck so sehr. Hier aus den Nature's Whispers Oracle Cards, also ist das Naturgeister-Orakel, haben wir diese zwei Botschaften für dich. Love matters, also die Liebe zählt. Auf die Liebe kommt es gerade für dich besonders an. Zwar immer für jeden von uns, aber für dich besonders. Und hier haben wir den Fresh Approach, also einen neuen Start, einen neuen Anfang. Und da schauen wir auch nochmal natürlich in das Deck hinein, in die Beschreibung. Das sind immer recht kurze Beschreibungen, aber mehr brauchen wir auch gar nicht wissen. Und das ist auf Englisch, ich versuche so gut wie möglich zu übersetzen. Die Dinge, wie du, oder die Art, wie du die Dinge angehst, ist wichtig. Da es wird immer im Leben Herausforderungen geben und Lebensaufgaben und Herausforderungen eben.
die ein Teil der menschlichen Erfahrung sind, also auf dieser Erde als Mensch. Und entscheide dich dafür, von deinen Begegnungen, von all dem, was dir im Leben so begegnet, davon zu lernen, es als, ja, als wirkliche Lektion auch zu betrachten, dass nichts umsonst geschieht, was dir passiert, vor allen Dingen das, was dir immer wieder passiert. Und mach dich bereit, mach dein Herz bereit, die verschiedenen Emotionen, die du vielleicht gerade fühlst, auch zu empfangen und sie eben auch zuzulassen und sie eben nicht länger zu unterdrücken. Und bedenke immer oder denke immer daran, was dich glücklich macht. Ruf dir das immer wieder in Erinnerung. Was macht dich wirklich im Herzen glücklich? Was erfüllt dich? Und es ist auch an der Zeit, dass du dir Freude, Begeisterung erlaubst, wieder in dein Leben mehr zu kommen. Und liebe auch den Menschen, der du bist, die Person, die du bist, und sei bereit, Liebe zu geben und auch zu empfangen. Und das Ganze bedingungslos. Sehr, sehr schöne Botschaft für dich, die Liebe. Und dann schauen wir noch die Nummer 21, Fresh Approach, was da noch zu dir kommen will. Hier steht, dass es Zeit ist, aus deiner Box herauszutreten und auch aus dem Alten, wie du die Dinge bisher angegangen bist. Du wirst herausgefordert, etwas Neues zu probieren. Und schau, wie du das, wie du Magie in deiner Welt für dich ja, kreieren kannst, wie du sie zum Leben erwecken kannst, wie kannst du Magie in dein Leben, in deinen Alltag bringen. Und erschaffe mit der Absicht, dein Leben mit Freude und Glück zu erfüllen. Das ist ja so schön, die passen ja richtig gut gerade zusammen. Erreiche deine Wünsche, indem du mit verschiedenen Aktivitäten, also mit verschiedenen Dingen experimentierst. Denn gerade wenn es schon lange für dich her ist, dass du Freude empfunden hast und Glück, wird es an der Zeit für dich herauszufinden, was könnte dir denn Spaß machen, was interessiert dich dann? Wo merkst du, geht immer wieder deine Aufmerksamkeit hin? Welche Bücher vielleicht liest du gerne? Welche Themen interessieren dich? Wo lauschst du besonders hin, wenn das hier oder da irgendwo aufkreuzt? Du hast immer Optionen, mehr als du glaubst. Fühl dich nicht limitiert, also beschränkt. Auch wenn du gerade nicht in Bewegung bist, triffst du eine Entscheidung. Und es ist jetzt an der Zeit auch für dich, eben eine Entscheidung zu treffen. In welche Richtung, welchen Weg möchtest du einschlagen? Hab auch keine Angst, dass du nicht die richtige Entscheidung triffst. Jeder Fehler, jeder sogenannte Fehler, Fehler sind ja sozusagen nur Ausgänge von Optionen, die wir gewählt haben, eben die uns nicht gefallen, diese Ausgänge, diese Endergebnisse. Und das sind damit trotzdem wertvolle Lehrer auf unserem Weg. Und dass eben diese Fehler bringen immer Lektionen, wertvolle Lektionen und Möglichkeiten mit sich. Man kommt auch durch das Abschälen der äußeren Schichten der Zwiebel auch irgendwann zum Kern. Man muss nicht direkt hineinkommen, sofort beim ersten Mal. Und genau, und auch der Wert oder ja, die Menge, die du dadurch lernst, durch all diese Möglichkeiten, die du probierst, Aktivitäten, die du ausprobierst, ist einfach unmessbar. Also sehr, sehr wertvoll für dich, einfach Erfahrungen zu machen und zu probieren. Und deine Entscheidungen, die du triffst, sollten immer auf Basis der Liebe beruhen, also nicht Gier oder Mangel oder Angst, sondern entscheide dich aufgrund der Liebe. Also wie würde sich die Liebe entscheiden? Was würde die Liebe sagen dazu? Und was sagt dein Herz zu diesem oder jenem, was du tust oder denkst oder sagst? Das ist immer die beste Option für dich, die du wählen kannst, aus der Liebe heraus eben zu entscheiden. Also wofür willst du dich entscheiden? Sehr, sehr schön.
Okay, und jetzt haben wir noch als letztes das Engeltarot. Mit Tarotkarten kenne ich mich nicht allzu gut aus. Also ich weiß, dass es richtig gute Tarotkartenleser gibt oder Leger gibt. Ich werde mich da vielleicht auch immer mehr mit beschäftigen, mir vielleicht mal ein Infobuch dazu besorgen. Deshalb werde ich jetzt in diesem Reading hier nur die Botschaften, die hier unten sind, vorlesen und aus dem Büchlein die zusätzlichen Botschaften noch für dich vortragen, aber ich kenne mich nicht so gut aus mit den Schwertern, mit den Bechern und diesen ganzen Symboliken. Deshalb denke ich, können wir uns damit trotzdem begnügen und haben eine gute Zeit, und ich hoffe, du kriegst trotzdem schöne Botschaften für dich. Wir haben ja auf jeden Fall zwei aus der großen Arkana, also das sind eben Erzengel hier nochmal, die zu dir sprechen, weil es ja wie gesagt ein Engeltarot ist. Also das ist immer etwas sehr Besonderes, wenn solche Botschaften auftreten. Das schauen wir uns gleich mal an. Wir haben hier die 10 der Erde, also wir haben Erde und Wasser als Element. Erde steht ja für Fülle und Wohlstand, materielles viel und Sicherheit. Und das Wasser steht für die tiefen Emotionen, also für das, was tief in uns so vor sich hin wabert und vielleicht eben auch vor sich hin schwelt, was wir unterdrücken. 10 der Erde. Ein ausgesprochen glückliches Familienleben, finanzielle Sicherheit, sich von den kleinen Dingen des Lebens verzaubern lassen. Das ist eine sehr, sehr schöne Botschaft. Wir haben hier lauter Kinder und zwei Frauen mit Flügeln. Wie Feen sieht das aus? Und in der Natur, das ist so viel Fülle um sie herum und sieht auch ein bisschen nach Herbst aus. Der Herbst steht ja auch immer für Fülle und Wohlstand. Dort erntet man, was man gesät hat. Also der Herbst ist immer eine sehr ertragreiche Jahreszeit, wenn man denn gut gesät hat und wenn natürlich auch die Bedingungen drumherum gestimmt haben, ne? Die Natur mitgespielt hat, es nicht zu viel Dürre gab oder zu viel Regen. Also sehr, sehr schön. Und 4 des Wassers ist eine verpasste Gelegenheit, Unzufriedenheit oder Langeweile. Öffne die Augen für deine Möglichkeiten. Das ist sehr, sehr schön mit den Möglichkeiten. Finde ich toll. Passt zu dem, was wir hier schon gesehen haben. Die Dinge um sich herum, die Möglichkeiten zu erkennen und dass man nicht so limitiert ist, wie man denkt. Und dass es eben auch darum geht, eben aus dieser Routine, aus dieser Trägheit, aus dieser Stagnation vielleicht auch oder dieser Hoffnungslosigkeit mehr und mehr rauszukommen und sich mehr dem Leben wieder zu öffnen, der Natur und der Kreativität und den inneren Wünschen und Träumen wieder mehr Raum zu geben. Genau, und hier haben wir Erzengel Azrael, die Befreiung. Das Ende einer Phase oder Situation, das ist ganz, ganz toll. Das hatten wir nämlich auch schon, dass du in eine neue Phase deines Lebens gerade eintrittst, ein neuer Zyklus beginnt. Spirituelle Transformation und Zeit für einen Neuanfang. Also wirklich schön, wie sich eben auch die Botschaften wieder synchronisieren und sich alles zu einer wunderschönen harmonischen Komposition mit verschiedenen Ebenen an Botschaften, ne? Körper, Geist und Seele, wo du überall hinschauen darfst, wie sich das alles hier zeigt in den Karten. Und hier haben wir noch die Welt mit Erzengel Michael. Und er sagt dir, eine gelungene Arbeit, Freude, Zufriedenheit und Dankbarkeit. Der Weg, auch wenn er lang sein mag, der Weg zur Erleuchtung. Für die zwei würde ich dir gerne noch mal genaueres vorlesen. Da können wir gerne noch mal reinschauen. Okay. Diese Karte weist darauf hin, dass es an der Zeit ist, weiterzugehen, weil dieses Projekt oder diese Phase deines Lebens jetzt abgeschlossen ist. Es bringt keinen Vorteil, noch länger in dieser Situation zu bleiben. Stattdessen schüttele das Alte ab und heiße das Neue willkommen. Vielleicht erfährst du ein Gefühl der Erleichterung angesichts dieses Abschlusses oder auch eine leise Trauer. In jedem Fall ist die Zeit gekommen, das zurückzulassen, über das du hinausgewachsen bist. Nimm dir die nötige Zeit, um dich auf diese Veränderung in deinem Leben einzustellen. Es besteht kein Grund, sich zu beeilen. Sei in dieser Zeit des Übergangs liebevoll.
liebevoll mit dir selbst und suche die Unterstützung von Freunden und Familie. Sehr schön, das passt auch wieder zu dem ausgesprochenes glückliches Familienleben. Zusätzliche Bedeutung in dieser Karte: unvermeidliche positive Veränderungen, sich den eigenen Ängsten stellen, Veränderung in Beziehungen und spirituelle Evolution. Erzengel Azrael heilt ihr Herz, wenn Veränderungen und Verluste Trauer hervorrufen. Bitten Sie Azrael, Ihnen zu helfen, furchtlos weiterzugehen und die Vergangenheit loszulassen. Schöne Botschaft für dich, freut mich sehr. Und die 21, das war Erzengel Michael. Die Engel schicken dir diese Karte, weil du eine Angelegenheit von großer Wichtigkeit glücklich zu Ende geführt hast. Sie gratulieren zu einer gelungenen Arbeit. Jetzt bist du bereit, auf etwas Neues zuzugehen. Genieße diese Gefühle und Ganzheit und Vollendung und klopfe dir selbst für deine erstaunlichen Leistungen auf die Schulter. Du bist spirituell gewachsen und hast in deinem Verständnis des Universums eine neue Ebene erreicht. Du hast bedeutende Momente der Erleuchtung erfahren und dein Bewusstsein erweitert im Hinblick darauf, wie du Freude und Zufriedenheit erlangen kannst. Du empfindest ein großes Gefühl der Dankbarkeit. Zusätzliche Bedeutung dieser Karte: Perfektion, Übergang auf die nächste Ebene, eine Auszeichnung erhalten, ein neues Haus oder ein neuer Job. Vollkommene Klarheit, kosmisches Bewusstsein, Anerkennung deiner Talente und Freiheit. Erzengel Michael überwacht ihre göttliche Lebensaufgabe und er weiß um die Aufgaben zu erfüllen, ihre Seele auf die Welt gekommen ist. Wenden Sie sich an Michael mit der Bitte um Führung bezüglich Ihrer nächsten Schritte und für den Mut, die Kraft und das Vertrauen, diese Schritte zu unternehmen. Sehr, sehr schön. Also wirklich, das war doch schon mal ein guter Einstieg in die erste Gruppe hier für uns heute. Wir sind am Ende der ersten Gruppe angekommen. Also es gab viel zu sehen, zu erzählen. Aber wie ich schon sagte, alles sehr in sich schlüssig und wie ein Kreislauf miteinander verbunden. Wir haben erstmal mit dem sehr grobstofflichen begonnen, mit dem Körper und dem Schmerz, was ja auch Wachstumsschmerz bedeuten kann, ne? Wenn wir sozusagen in eine neue Etappe, in den nächsten Gang schalten, so kann es mal rütteln und schütteln und auch schmerzhaft sein und uns natürlich auch Angst machen, dass wir uns gerne doch immer wieder intuitiv zurückziehen wollen in unsere kleine Höhle, aber wir doch irgendwie spüren, wenn wir glücklich sein wollen und erfüllt sein wollen, dann müssen wir in die Welt gehen oder eben unsere kleinen Babyschritte sozusagen gehen, auch wenn sie noch so klein sind, sie bringen uns weiter auf unserem Weg und dann dürfen wir eben auch ernten und die Fülle sozusagen genießen und einstreichen. Also alles Liebe, Gruppe 1 für dich. Und ich hoffe, ja, du hast dich da vielleicht ein bisschen drin wiederfinden können. Willkommen, liebe Gruppe 2, die Rosenquarzgruppe. Jetzt schauen wir auch bei dir hinein oder bei euch hinein, was denn eure Seele, das Leben euch mit auf den Weg geben möchte. Was sind aktuell für euch wichtige Botschaften und Inspirationen auf eurem aktuellen Lebensweg? Ja, fangen wir mit den Farbkarten an. Schauen, welche Farben hier nun zu euch sprechen. Spannend. Und zwar haben wir einmal Grau. Und das Grau erinnert euch daran, euren Körper scannen zu lernen, also ihn einschätzen zu lernen, was er braucht, wo es schmerzt, wo es zwickt, wo sind Verspannungen, wo ist Unwohlsein, wo ist eine gewisse Schwere in den Gliedern, wo ist es sauer, wo schmerzt es richtig doll. Und das ist sehr wertvoll, um seinen Körper scannen zu lernen, dass man einfach mehr die Interozeption lernt, also dass die innere Wahrnehmung der körperlichen Vorgänge in einem und eben das nicht zu ignorieren. Und wenn es auf einer Seite wehtut, sich einfach auf die andere Seite zu setzen, sondern zu schauen, woher kommt das dann? Warum
habe ich das und auch dem Körper all die wertvollen Nährstoffe und auch Entspannung oder auch Dehnung und auch Sport natürlich zu schenken, denn Schmerzen können auch durch zu wenig Bewegung entstehen, eben zu viel Stagnation, zu viel Blockaden. Und Violett, eine wirklich wunderschöne Farbe, sagt dir, du darfst ein ausbalanciertes Leben erschaffen. Also es ist die Erinnerung daran, mehr Balance in dein Leben zu bringen, was auch selbst mit dieser Karte sehr gut einhergeht. Denn wenn wir Schmerzen haben, zeigt uns das ja auch, dass wir eben nicht in Balance sind, dass da etwas stagniert in uns, etwas sich angesammelt hat, sozusagen wie ein Staudamm, der sich gebildet hat an Blockaden. Und dass unser Körper uns natürlich auch immer rückkoppelt, wie es uns auch körperlich und seelisch geht. Also gar nicht mal so unähnlich der ersten Gruppe hier. Da hatten wir eben, regeneriere deinen Körper. Und sehr, sehr schön. Also ein guter Start erstmal hier. Und jetzt haben wir für dich als nächste Karte, hier ist ein Krafttier zum Vorschein gekommen. Das sind Krafttiere auf deinem Weg. Was kannst du von Tieren lernen? Woran sollen sie dich erinnern? Was brauchst du momentan? Jetzt schauen wir mal. Interessant, den hatte ich auch schon öfter für mich manchmal. Das ist der Geier bzw. Kondor. Und hier geht es um magisches Wissen. Und da werden wir auf jeden Fall nochmal genauer in das Kartendeck hineinschauen. Also in die Beschreibung, in das Büchlein. Magisches Wissen, Geier, Kondor. Die Bedeutung der Karte. Ein altes Leiden findet jetzt ein Ende. Die Vergangenheit kann bereinigt werden. Du wirst auf allen Ebenen Hilfe erhalten. Fesselnde Verbindungen und störende Einflüsse werden sich jetzt für alle Zeiten lösen. Sei bereit, Altes abzugeben. Neue Türen öffnen sich dir. Und das hat mir sogar auch in der vorherigen Gruppe, dass es um einen Neustart geht, um eine neue Phase. So schön, dass das momentan für viele von euch wichtig ist und ja, dass es für uns alle vielleicht auch als Kollektiv, als Menschheit um eine neue Phase geht, in die wir eintreten. Die Erklärung der Karte. Geier oder Kondor kommen in dein Leben und zeigen dir an, dass du auf dem Weg bist, alte Leiden zu erlösen. Lasse jetzt alles los, was nicht mit dir im Einklang ist. Das, was du nicht als authentisch, als in vollkommener Übereinstimmung mit dir empfindest, gehört nicht zu dir. Es sind alte Fesseln, Anhaftungen, Bündnisse, Schwüre, Bürden, Flüche, Versprechen, Muster und Verhaltensweisen, die du irgendwann einmal geschaffen hast, weil sie zu dieser Zeit mit deinem Seelenplan im Einklang waren. Es können auch Dinge sein, die andere von dir erwarten, obwohl du sie nicht in dir fühlst. Du stehst an der Aufwärtsspirale deines Lebens. Lasse die alten, schweren Belastungen jetzt hinter dir. Wenn irgendetwas in deinem Leben dich nicht freigeben will und hartnäckig an dir haftet, so sei bereit, es höheren Kräften zu überlassen. Sie werden dich unfehlbar anleiten, den Weg deines Glückes zu gehen. Geier und Kondor bringen dir die Erlaubnis zur Wandlung und Auflösung, sowie die Kraft, die du dazu benötigst. Alte Leiden werden jetzt heilen und das auf eine Weise, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Du hast es verdient, glücklich zu sein, denn du bist eine wunderbare, einzigartige Schöpfung der göttlichen Existenz. Sei bereit, vertraue dich deiner göttlichen inneren Führung an und lasse los. Und die Affirmation für dich: Ich bin bereit, Altes gehen zu lassen und für mein Glück die volle Verantwortung zu übernehmen. Alte Gelübde, Bündnisse, Flüche, Bürden, Versprechen erkläre ich von nun an und für alle Zeiten für null und nichtig. Ich übergebe sie den Flammen der Umwandlung und erlaube mir ab sofort ein Leben in Harmonie, Glück, Freiheit und Fülle zu führen. Wunderschöne Karte für dich. Wie eine Art Befreiung aus der Dunkelheit, aus dem Grauen, aus dem Blockierten raus. Wie ein Vogel, der sich auf in die Lüfte schwingt. Wirklich schöne Botschaft für dich. Jetzt haben wir die Magie der Erde-Karten. Das sind zwei für dich rausgekommen. Und da haben wir einmal den Baum, die Erdung und den Nebel, der für die Verschleierung steht, für etwas, das im Verborgenen ist. Und da gucken wir uns genauer auch nochmal an, was diese Karten uns sagen wollen. Sehr wichtig. Okay. Achtung.
Achten Sie auf die Bäume als ein Beispiel für das Gleichgewicht zwischen Himmel und Erde. Ihre Äste breiten sich seitlich und nach oben aus, als wollten sie die Herrlichkeit preisen, die der himmlische Vater bietet. Ihre Blätter atmen Kohlendioxid ein und Sauerstoff aus. Ein lebensnotwendiger Prozess für viele Lebewesen auf diesem Planeten, wie auch für uns Menschen. Ihr Stamm und ihre Wurzeln haben sich fest in den Boden gesenkt und empfangen dort von der Erdmutter Geschenke einer anderen Art von Nahrung. Im Gegenzug schenken sie freizügig und dankbar zurück, indem sie mit dem, was sie zu geben haben, die Bedürfnisse so vieler Wesen erfüllen. Auf diesem Bild sehen wir einen herrlichen Baum auf einer Wiese neben einem Teich stehen und die ersten Strahlen der Morgensonne begrüßen. Wir entdecken sein Spiegelbild im stillen Wasser, aber keine Wurzeln. Sie sind eingebettet in die Tiefen des feuchten, fruchtbaren Bodens der Erdmutter. Die Kraft dieser Wurzeln unterstützt den Baum in seinem Bestreben, dem Licht entgegenzuwachsen und sich nicht nur nach oben, sondern auch nach außen zu erstrecken. Und nun die Botschaft dieser Karte für dich. Sie haben sich in letzter Zeit zerstreut und unklar gefühlt. Sie sind nicht ganz in ihrem Körper. Und das liegt daran, dass sie sich nicht erden konnten. Ihr Körper besteht aus Stoffen der Erde. Wenn sie sich nicht richtig mit ihrem Körper verbunden fühlen, ist auch ihre Verbindung zur Erde gestört. Erden sie sich also wieder. Es ist ganz einfach. Spannend. Wir hatten wirklich auch in der anderen Gruppe den Bezug zur Natur durch die Feen gezeigt bekommen. Also richtig schön, dass die Erinnerung daran, sich der Natur mehr zu widmen. Erden Sie sich also wieder. Es ist ganz einfach. Berühren Sie mit Ihren Fußsohlen fest den Boden und spüren Sie, wie sich von Ihren Füßen feinstoffliche Wurzeln in die Erde senken. Achten Sie auf Ihren Atem und lassen Sie diese Wurzeln mit jedem Ausatmen tiefer wachsen. So oft Sie einatmen, nehmen Sie durch diese Wurzeln die liebende, nährende Kraft von Mutter Erde in sich auf. Gehen Sie bei nächster Gelegenheit nach draußen und setzen oder stellen Sie sich mit dem Rücken an einen Baum. Spüren Sie seine Festigkeit und Integrität. Er ist einfach ein Baum. Atmen Sie die Essenz des Baumgeistes in sich ein und lassen Sie sich davon erfüllen. Gehen Sie barfuß ganz langsam über die Erde, um diese Verbindung zu halten. Also es geht um Erdung und mehr Stabilität. Und eben auch Ruhe in deinem Leben, auch eine sehr wichtige Botschaft und auch wieder eine Botschaft, die ich finde, die mehr oder minder für jeden von uns gilt. Und nun widmen wir uns der Nebelkarte. Nebel ist einfach eine tiefhängende Wolke, eine Ansammlung von Wasser, das sich noch nicht zu Regentropfen verdichtet hat. Je dicker der Nebel, desto mehr umfängt er uns mit seinen feuchten, weichen Armen. Manchmal ist er für unsere Augen so undurchdringlich, dass wir kaum ein paar Schritte weit sehen können. Wenn wir uns erlauben, uns von diesem Schleier einhüllen zu lassen, können wir hören, wie die Stille ein eigenes Geräusch erzeugt. Vielleicht fühlt es sich sogar so an, als könnten wir nichts tun, als still zu warten, was sich zeigen wird. Doch selbst im dichtesten Nebel können wir sicher sein, dass die Sonnenstrahlen ihn irgendwann durchbrechen werden. Und wir können uns auf das Licht und die Wärme freuen, die die Kälte vertreiben. Je mehr die Sonne den Nebel auflöst, desto klarer wird unsere Umgebung sichtbar und wir können uns vorwärts bewegen. Und nun die Botschaft für dich. Im Augenblick sind sie von Verwirrung und Ungewissheit umgeben und unsicher, ob sich das je ändern wird. Dies ist kein guter Zeitpunkt, um Entscheidungen zu treffen, vor allem keine wichtigen. Seien Sie gewiss, diese nebelige Schleier wird sich auflösen. Auch wenn Sie vielleicht unbewusst zu diesem Zustand beitragen, ist er doch letztlich einfach ein Zyklus, durch den Sie hindurchwandern und wie alles im Leben wird auch er vorübergehen. Erlauben Sie sich, sich irritiert zu fühlen. Ja, entscheiden Sie sich dafür, verwirrt zu sein. Wie sehr Sie sich jetzt auch ungeduldig oder frustriert bemühen mögen, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen oder etwas zu erzwingen,
Im Moment ist das Risiko groß, dass Sie damit nur mehr Verwirrung stiften. Seien Sie also geduldig und warten Sie ab, bis sich der Schleier allmählich lüftet. Dann werden Sie klar erkennen, welche Entscheidungen anstehen und können sie im Einklang mit dem Willen des Geistes, also mit Ihrer Seele, treffen. Wunderbare Botschaft trotzdem, auch wenn es vielleicht ein bisschen niederdrückend wirken mag, diese Botschaft. Aber auch die beiden Karten, finde ich, gehen wieder so schön ineinander über, dass es eben mehr um Ruhe geht, um Innenschau, Erdung, erstmal sich aufladen und in seine Kraft wiederkommen, bevor man dann eben weiterschreitet und in die nächste Phase eben eintritt, denn die Ruhephasen sind ebenso wichtig wie die aktiven Phasen, denn wie ich auch vorhin in der anderen Gruppe sagte, um ernten zu können, muss man ja erstmal sehen und sich über sich selbst und seine inneren Wünsche klar werden, also auf jeden Fall gut, klingt eher mehr nach Ruhe bei dir, mehr nach Sanftheit und mehr darum, überhaupt erstmal mehr in die Balance wiederzukommen, bevor man überhaupt tatkräftig wieder losstarten kann. Okay, jetzt haben wir das Erzengel-Orakel für dich. Mal gucken, welche Erzengel mit dir in Kontakt treten wollen. Wir haben hier Sandalphon und Raguel. Erzengel Sandalphon und Raguel. Und Sandalphon sagt dir, sei in dieser Zeit sehr liebevoll mit dir selbst. Sorge dafür, dich in einer freundlichen Umgebung aufzuhalten. In angenehmen Situationen und umgeben von liebevollen Menschen. Das passt auch wieder zur Gruppe 1, muss ich tatsächlich sagen. Da ging es auch um Liebe für volle Selbstfürsorge und auch darum, das innere Kind zu nähren. Also hier geht es um Sanftmut für dich. Also finde ich sehr, sehr schön und passend auch wieder zu den Botschaften Erdung und Dinge im Verborgenen und ein bisschen zurücktreten, ein bisschen einen Gang runterfahren. Passt sehr, sehr schön, freut mich. Also geht sehr harmonisch ineinander über. Und hier geht es nochmal um Harmonie. Harmonie in Beziehungen. Wir Engel öffnen die Herzen aller Personen, die an dieser Situation beteiligt sind. Streitigkeiten und Konflikte werden jetzt gelöst. Also auch das passt natürlich auch wieder zur Verwirrung, zur Disharmonie, Disbalance in deinem Leben. Da gibt es vielleicht Situationen, in die du dich selbst hineingebracht hast oder Dinge, in die du hineingezogen wurdest. Vielleicht auch schon sehr verhärtete Verhältnisse, in denen du lebst, weil sich alles schon so verdichtet hat. Und da ist es ganz gut und wichtig, auch wieder mehr in die Ruhe, in die Erdung zu kommen, sich vielleicht einfach ein bisschen mehr aus dieser Situation herauszuziehen und für sich im Kleinen, in deinem Mikrokosmos mehr Balance und Ruhe und also ein Nurturing zu finden, dass du dich selbst nährst mit viel Ruhe, viel Entspannung und viel eben auch in der Natur sein. Und das manchmal kann es eben sein, dass die Streitigkeiten sich dann wie von selbst lösen, wenn man einfach die Energie rausnimmt aus der Situation. Oder dass man eben auch manchmal die Entscheidung treffen muss, sich von gewissen Menschen und Situationen eben zu befreien, die einem nicht gut tun, um eben mehr das Licht wieder ins Leben reinzulassen und den Nebel und die Dunkelheit eben abzustreifen oder einfach ins Licht zu gehen, anstatt immer in der Dunkelheit zu bleiben. Okay, und jetzt haben wir das schamanische Seelenorakel für dich. Oh, das klingt, sieht schön aus. Das Getreide haben wir hier für dich. Da schauen wir natürlich auch in das Buch hinein. Was möchte uns das Getreide sagen? Die Essenz. Getreide, quasi die Mutter jeglicher Nahrung, steht auch für greifbare Fülle. In der materiellen Welt symbolisiert es reellen Wohlstand, der vielen Stabilität und Lebensunterhalt sichert. Denn vorhanden ist mehr als genug. Die Einladung. Du hast ein herrliches Feld aus Träumen angelegt und schwer geschuftet. Selbst in Momenten, in denen dir der Glaube abhanden kam, hast du weitergearbeitet. Der Geist des Getreides würdigt dies nun und verheißt dir reiche Ausbeute. Jetzt ist es an der Zeit, den Lohn für harte Arbeit und Vertrauen einzuheimsen, sei er finanzieller oder eher qualitativer Natur.
Taucht dieses Symbol auf, wirst du mit Segnungen schier überschüttet. Vergiss nicht, dein Glück mit anderen zu teilen. Die Medizin, also die Vorsicht, die diese Karte auch für dich bedeuten kann, eine Erinnerung, hüte dich jetzt auf dem Weg zur Erfüllung deiner Träume vor Abkürzungen oder einer angeblichen Überholspur, die man dir womöglich zeigt. Achte besonders auf eventuelles Anspruchsdenken oder die Erwartung, etwas ohne Gegenleistung erhalten zu können. Angesagt sind momentan Dankbarkeit, Beharrlichkeit und Demut. Sei bereit, auf deine Ziele hinzuzuarbeiten. Und pflanze die Samen deiner Absichten ganz bewusst und voller Respekt. Verabschiede dich von jeglichem Mangeldenken und fürchte nicht, übervorteilt zu werden. Wisse um die grundsätzliche Großzügigkeit des Universums, aber sei dir auch im Klaren darüber, dass du eine Beziehung zu ihm haben musst, um etwas empfangen zu können. Ernten wirst du, was du gesät hast. Fasse Mut, selbst wenn du nicht gut gepflanzt und die Illusion einer Dürre heraufbeschworen hast, bietet sich alsbald die Gelegenheit zum Neuanfang. Auch sehr schön, also da ist auch was im Stillen sozusagen vor sich hingereift und du hast viel investiert vielleicht. Manchmal ist es so, dass man ja erkennen muss, dass das nicht der Weg war, dass man eben auch mal ja, in das Falsche investiert hat. Aber wenn du für dich ja sozusagen in Übereinstimmung mit deiner inneren Wahrheit auf etwas hingearbeitet hast, dann kommt jetzt für dich eine segensreiche Zeit, in der du eben auch empfangen darfst. Aber wie gesagt, Vorsicht vor Gier. Und die nächste Botschaft für dich aus dem Naturgeister-Orakel ist Leap of Faith. Also Sprung oder Vorsprung. Hier geht es um Vertrauen, also Faith. Die Nummer 22, vielleicht eine Nummer, die für dich auch eine Bedeutung hat oder in Zukunft eine Bedeutung haben kann. Denn auch die Zahlen, die auf den Karten stehen, können Bedeutungen für unser Leben haben. Also auch in der Quersumme als 2 plus 2 ist 4. Sieh dies als Chance, etwas Wundervolles zu kreieren. Du bist in einer Übergangsphase, wo du viel Vertrauen aufbringen musst und auch Intuition und Wissen, um sozusagen diesen Sprung zu wagen. Du wirst nicht scheitern. Steht ja alles auf Englisch hier drin. Du hast ein Sicherheitsnetz an Unterstützung vor Ort. Du wirst deine Angst überwinden und wirst ein wunderschönes Endergebnis sozusagen am Ende des Horizonts vorfinden. Dieser Vertrauenssprung oder Vorschuss ist die beste Richtung, die du momentan gehen kannst. Also einfach nur ins Vertrauen zu kommen, erst einmal in dieses Gefühl hineinzugehen, ohne vielleicht jetzt im Hier und Jetzt eben etwas zu tun, aber einfach mehr ins Vertrauen zu kommen. Wenn du einen Fehler machst, hast du die Möglichkeit, es noch einmal zu versuchen und auch davon zu lernen, was eben nicht zuerst beim ersten Versuch eben funktioniert hat für dich. Ich muss es so sagen, wir hatten das auch in der ersten Gruppe. Da ging es auch darum, eben zu probieren und ja, etwas zu wagen. Und alle Zeichen stehen gut für dich oder stehen darauf, dass du Vertrauen, wenn du nur vertraust, dass du dann auch erfolgreich sein wirst. Und springe eben erst auch ins Leere sozusagen, in das vermeintliche Leere, ohne zu wissen, was dich erwartet, einfach im Vertrauen, dass etwas Gutes auf dich wartet. Und eine sehr, sehr schöne Botschaft auch hier für dich, mehr ins Vertrauen zu kommen, in den Fluss des Lebens. Das hatten wir, wie gesagt, bei der Gruppe davor auch mit dem Wasserfall, der hier oben war. Und es klingt bei dir alles nach einer sehr eben ruhigeren Zeit, aber trotzdem nicht einer Zeit, in der nichts passiert, sondern in der Dinge sich anbahnen und du vielleicht auch zum Teil schon etwas ernten kannst von dem, was du gegeben hast. Aber es geht schon sehr viel. Ich nehme hier eine sehr weiche, eine sehr sanft fließende Energie, war wie so ein Bächlein, das ganz sanft vor sich hin plätschert. Also hier ist nichts mit Hauruck-Aktion und mit überstürzten Entscheidungen. Okay, und hier haben wir als letztes noch die
das Erzengel-Tarot. Auch hier sage ich noch einmal, dass ich mich mit Tarot noch nicht so gut auskenne. Also mit den ganzen Symboliken. Aber wow, krass, wir haben hier drei Erzengel, die eine Botschaft für dich haben. Also wir haben insgesamt 4 Karten und 3 aus der großen Arkana. Also das ist immer etwas sehr Besonderes und sehr Fundamentales. Da bin ich mal gespannt, was hier jetzt noch die Botschaften für dich sind. Wir fangen von links nach rechts an. Wir haben der Wagen, Erzengel Metatron. Und hier steht eine wichtige Errungenschaft, Selbstdisziplin und Willensstärke, öffentliche Anerkennung. Das ist erstmal die erste Karte. Wir schauen sie uns nachher noch im Büchlein an, die Botschaften. Nummer 20, Erneuerung. Erzengel Jeremiel. Prüfe und bedenke. Günstiges Ergebnis bei Überprüfung aller Fakten. Zeit, eine neue Richtung einzuschlagen. Sehr schön, passt auch wieder wunderbar. Hier geht es auch wieder um Balance, um Harmonie. Und hier spricht Erzengel Zadkiel zu dir. Bedürfnis nach Ausgeglichenheit und Mäßigung, Zusammenarbeit und Kompromisse. Warte auf den perfekten Zeitpunkt. Also auch hier geht es wieder darum, nichts zu überstürzen und in der Ruhe zu bleiben und das wirklich auch zu genießen, dass du mal vielleicht nicht vorpreschst und irgendwas versuchst, sondern mehr in der Ruhe bleibst und den Moment genießt und eben auch das, was du bisher schon dir errungen hast sozusagen. Und hier haben wir die 3 der Luft. Luft steht ja immer als Symbol, als Element für die Gedanken, für die geistige Welt. Große Traurigkeit, nimm dir Zeit, um zu heilen. Das Bedürfnis, dir selbst und anderen zu vergeben. Da haben wir das nämlich auch wieder sehr passend zu der Streitigkeit-Karte, also Harmonie in Beziehungen. Dass es da wohl auch etwas in deinem Leben geben kann, was sehr viel mit Streit und Disharmonie in Beziehungen zu tun haben kann. Und genau, dass es hier dann vielleicht auch für dich um die Erinnerung an Vergebung für dich selbst und auch für andere geht. Wir schauen uns jetzt erstmal den Wagen an. Also Erzengel Metatron. Okay, Glückwunsch. Diese Karte bedeutet, dass du kürzlich eine problematische Situation erfolgreich gelöst hast. Deine Fähigkeiten, beide Seiten einer Sache zu sehen, zu handeln und Entscheidungen zu treffen, hat dir Zustimmung, Respekt und Dankbarkeit gebracht. Also sonne dich in der Freude dessen, was du erreicht hast. Bleib ruhig und geerdet und sei dir klar darüber, was du erreichen willst. Es ist wichtig, Selbstkontrolle, Entschlossenheit und die Bereitschaft zu zeigen, dieses Mal den Weg bis zum erfolgreichen Ende zu gehen. Was andere Menschen betrifft, zeige ihnen, dass du die Kontrolle hast, aber auf liebevolle Weise. Zusätzliche Botschaften oder Bedeutungen dieser Karte: Selbstdisziplin, schiere Willenskraft, ein großer Sprung nach vorne, eine Beförderung oder Auszeichnung, Transportmöglichkeiten. Erzengel Metatron kann ihre Motivation und Energie stärken, damit sie ihre Prioritäten erreichen können. Metatron benutzt eine heilige Form aus der Geometrie, genannt Merkaba oder Metatrons Würfel, um die Zeit zu krümmen, was sie in die Lage versetzt, ihre Träume umgehend verwirklichen zu können. Das klingt wirklich sehr schön. Selbstdisziplin und Willensstärke, schön. Und jetzt gucken wir uns die Nummer 20 an. Erzengel Jeremiel, Erneuerung. Die Engel schicken dir diese Karte, weil du entweder kurz vor dem Abschluss eines Projekts stehst oder an einem Wendepunkt, der Schwelle zu einer wichtigen Veränderung in deinem Leben. Diese Karte weist darauf hin, dass die Zeit gekommen ist, deine gegenwärtige Situation noch einmal zu prüfen und neu einzuschätzen. Überlege dir genau, was du tun willst und triff dann souverän neue Entscheidungen. Mach dir keine Sorgen, denn du weißt, dass du dich gut vorbereitet hast. Legale Situationen finden eine für dich vorteilhafte Lösung. Auch akademische Prüfungen und Zulassungstests werden erfolgreich abgeschlossen. Zusätzliche Bedeutungen dieser Karte: Eine wichtige Entscheidung, ein Berufs- oder Jobwechsel, in eine neue Richtung gehen, ein Neuanfang.
Jeremiel ist der Erzengel, der ihnen hilft, ihr Leben einzuschätzen, damit sie sich klar für adäquate Veränderungen entscheiden können. Verbringen Sie Zeit allein mit Papier und Stift und bitten Sie Jeremiel, Ihnen zu helfen, alles anzuschauen, was transformiert, geheilt oder losgelassen werden muss. Transformieren heißt einfach umwandeln, falls du das Wort nicht so gut verstehst. Und hier haben wir die Nummer 14, Balance, Erzengel Zadkiel. Die Engel mahnen dich, momentan keine impulsiven Entscheidungen oder Schritte vorzunehmen. Ist doch unfassbar, wie sich hier alles wieder so schön zusammenfügt. Oh Mann, unglaublich toll. Geh stattdessen den Weg der Mäßigung. Da haben wir wieder Müßiggang und Mäßigung und Balance. Sehr, sehr schön, Balance. Create a balanced life. Schön. Genau. Gehe stattdessen den Weg der Mäßigung und Balance in dieser Situation. Du wirst bessere Resultate erzielen, wenn du deine gegenwärtigen Umstände neu überdenkst und deine Herangehensweise änderst. Falls du in der Vergangenheit impulsiv gehandelt hast, kannst du jetzt die Dinge heilen und wieder gut machen. Und wenn du mit den Gedanken spielst, dramatische Veränderungen in deinem Leben vorzunehmen, dann bittet diese Karte dich, langsam und methodisch an diese Veränderungen heranzugehen. Diese Karte fordert dich auf, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und die Dinge von ihrer Perspektive aus zu betrachten. Mitgefühl und Freundlichkeit sind Schlüssel zur erfolgreichen Manifestierung deiner Träume. Auch, oh Mann, Vergebung, Streitigkeiten. Hier auch Vergebung, das Bedürfnis, dir selbst und anderen zu vergeben. Auch Vergebung bringt Heilung, was neue Anfänge erlaubt. Zusätzliche Bedeutung dieser Karte: ein gemäßigtes Tempo beibehalten, Kooperation und Vermischung von Ideen, Selbstbeherrschung, Selbstbeschränkung, die Balance finden zwischen Aktion und Kontemplation, auf ein günstigeres Timing warten. Erzengel Zadkiel hilft ihnen, sich zu erinnern, wer sie im Hinblick auf ihr wahres spirituelles Erbe als ein Kind Gottes sind. Wenden sie sich an Zadkiel, um ihre Selbstachtung, Gefühle und Selbstwert und das Wissen zu stärken, dass sie alles Gute und Schöne im Leben verdient haben. Auch schön, das hatten wir, glaube ich, auch bei der ersten Gruppe, dass man die Fülle auch annehmen darf und dass man es auch verdient hat. Sehr, sehr schön. Also ich hoffe, auch du, Gruppe 2, konntest etwas mit diesen sanften, milden und auch etwas warnenden Botschaften anfangen. Es war ja doch auch ein bisschen eine warnende Energie, ein bisschen mehr in die Ruhe zu kommen, ein bisschen mehr sich in der Vorsicht auch zu üben, Streitigkeiten, Disharmonien zu heilen, auch eben in seinem Körper, also den Körper zu scannen, zu schauen, wo hakt's, zieht's, zwickt's. Und ja, mehr Balance sozusagen ins Leben zu bringen. Ich finde, die beiden Karten zeigen eigentlich schon alles, was hier im Nachhinein noch gekommen ist. Also hier geht es mehr um diese dunklere Seite, diese Vorsicht, dieses Hinschauen, wo ist noch was nicht in Ordnung, in Balance, wo darf man noch mehr hinsehen. Und das ist sozusagen die etwas lichtvollere, leuchtendere Karte, die sagt, da kommt Gutes auf dich zu. Also du bist, auf dem Weg in eine neue Lebensphase, aber eben erde dich gut, bring dein Leben in Balance und entwickle die Willensstärke, da durchzugehen, aber eben auch gerne in Kooperation mit anderen, in Harmonie mit anderen und sei wirklich jetzt in der aktuellen Energie oder Phase deines Lebens. Sei einfach mehr sanft auch zu dir, sei einfach sanfter zu dir selbst und nicht so streng und ja, versuch nicht zu sehr vorpreschen zu wollen und etwas erzwingen oder aus dem Boden stampfen zu wollen. Du wirst das schon spüren, was richtig für dich ist und ob die Karten mit dir in Resonanz gehen und welche Botschaften davon auch mit dir in Resonanz gehen. Es ist ja ein trotzdem immer noch allgemeines Reading. Es ist kein ganz individuelles Reading für eine einzelne Person. Dadurch kann jeder für sich natürlich auch immer schauen, was ihn anspricht und welche Botschaft wirklich einen erreicht und
tief in einen eindringt. Das merkt man ja dann, wenn so eine Botschaft kommt, die wie so ein Pfeil auf einen zukommt. Da weiß man meistens ganz genau, oh ja, das stimmt, das passt, das kann ich absolut bestätigen und unterschreiben. Ja, Gruppe 2, das war sozusagen deine Botschaft oder deine Botschaften. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und wir kommen nun zu Gruppe 3. So, meine liebe Gruppe Nummer 3, wir sind jetzt nun bei deinem Stapel angekommen oder eurem Stapel angekommen mit dem wunderschönen Opal. Also es ist ein echter Opal, kein Mondstein oder kein Imitat, sondern wirklich ein echter. Und ja, du hast dich zu diesem Stapel hingezogen gefühlt und ich bin sehr, sehr gespannt, was hier heute auf dich wartet oder auf euch wartet. Wir legen den Stein erstmal beiseite und fangen mit den Farbkarten an. Welche Farben möchten gerade zu dir sprechen und was haben diese Karten auch für Botschaften für dich? Wir haben hier tatsächlich 2 Farbkarten für dich. Und da schauen wir doch mal. Oh, spannend. Das muss ich jetzt echt mal kurz zeigen. Wir hatten die Gruppe vorher. Die Gruppe vorher war so unfassbar. Also ich erkenne heute echt viele Synchronizitäten zwischen den Gruppen. Bis jetzt waren das oft auch sehr ähnliche Botschaften, die da kamen. Mehr Erden, mehr in die Ruhe kommen, den Körper gut nähren, sich gut um sich selbst kümmern. Sehr, sehr schön. Okay, wir haben Schwarz für dich. Und hier steht, finde Reichtum von der dunklen Nacht. Also finde eben den Reichtum auch in der Dunkelheit, in der Tiefe, in dem Unterbewussten in uns. Wir werden die nochmal genauer kurz anschauen. Und dann haben wir hier noch Mauve, also Malve eigentlich. Sie haben zwar jetzt hier Flieder abgebildet, aber Malve. Und hier geht es darum, um klar hören, also um Botschaften übers Hören aufzunehmen, genau hinzuhören. Die 2 Karten würde ich gerne nochmal genauer anschauen. Habe ich bei den Gruppen davor nicht gemacht, weil ich da eigentlich ganz gut intuitiv wusste, worum es geht. Und hier schauen wir mal rein. Das ist Englisch. Die Farbe Schwarz ist die Farbe des Schutzes, der Stärke und des Rückzugs. Ein Tor zu neuen Erfahrungen und auch ein Test deiner Stärke. Und genau, viele Menschen erleben die dunkle Nacht der Seele, the dark night of the soul, erleben sie, um Weisheit zu erlangen und um sozusagen sich mehr dem Licht eben der anderen Seite dann irgendwann zuzuwenden, weil wir brauchen ja oft das eine, um dann zum anderen zu kommen, um uns dem anderen, um an das andere wieder erinnert zu werden. Und wenn wir sehr traurig sind, dann kommt auch oft der Wunsch immer mehr durch, wieder mehr Freude zu erleben. Also das ist auch immer etwas sehr Wertvolles, so in die Polarität zu gehen. Schwarz löst auch das Alte auf, sodass du das Neue willkommen heißen kannst. Genau, empfange göttliche Weisheit und Geschenke, die du tief in dir begraben hast, mit der Hilfe von dem schwarzen Licht. Also das schwarze Licht soll dann sozusagen deine leuchtenden Geschenke in dir erhellen. Also wie ein Licht, wenn alles hell ist, dann erkennt man das Licht ja nicht, das Lichtvolle. Aber wenn wir Dunkelheit haben, dann erkennen wir das Glühwürmchen, das umherschwirrt und wie ein kleines Geschenk sozusagen umherschwirrt und vielleicht den Weg noch nicht gefunden hat, aber auf seinem Weg ist. Und jetzt gucken wir mal bei Malve rein, die Nummer 43. Was möchte uns Malve noch darüber hinaus über das klar Hören eben sagen? Malve, also ein zartes Lavendel-Lila, verbindet dich mit der Intuition, dem Erwachen deiner Inspiration und dem Erweitern oder Vergrößern deines spirituellen Bewusstseins und hilft dir dabei, schwere, dichte Energien loszulassen. Malve kreiert oder erschafft ein Sinn für Frieden und Ruhe und hilft dir auch bei Augen- und Ohrenproblemen.
und verbessert auch dein Gedächtnis und deine Fähigkeit, dich zu konzentrieren. Es ist eine Farbe der Sanftheit und auch des Erlaubens, also etwas sich zu erlauben, eben die Sanftheit. Und genau, du kannst eben diese malbefarbenen Lichtstrahlen verwenden, also als Visualisierung, um dir auch mit Ohrenproblemen zu helfen. Also kannst dir das eben alles vorstellen, wie dieses Licht in deine Ohren links und rechts eindringt oder von oben in deinen Kopf hineingeht, durch deinen ganzen Körper. Also auch sehr, sehr schön. Geht es eben auch darum, wieder die Fülle in sich zu entdecken und Innenschau zu betreiben und auch etwas sanfter mit sich zu sein. Ein schöner Start in dieses Reading. Und jetzt schauen wir mal, welche Tiere, also welche Krafttiere dich aktuell begleiten bzw. dir Inspirationen schicken wollen. Ach süß. Oh. Wir haben die Maus, Gerechtigkeit, und wir haben die Kuh, Fülle und Segen. Das klingt wirklich sehr, sehr schön. Schauen wir mal, was die kleine Maus genaueres zu sagen hat. Das, was du gesät hast, wirst du ernten. Größere Zusammenhänge und unerwartete Wege offenbaren sich dir. Neue Möglichkeiten und Verbindungen kündigen sich an. Das Rad des Schicksals beginnt eine neue Drehung. Gerechtigkeit und Ausgleich werden dir widerfahren. Alles wird ins rechte Maß gerückt. Die Erklärung dieser Karte. Die Maus ist ein Bote deines Unterbewusstseins. Sie kennt Wege und Verbindungen, deren du noch nicht gewahr bist. Sie verkündet das Gesetz von Ursache und Wirkung. Alte Dinge werden sich auf neue Weise in deinem Leben melden. Dinge, die du ausgesandt hast, kehren jetzt zu dir zurück. Die Maus fordert dich auf, aus deinem Versteck herauszutreten, dich deinen alten Ängsten und Befürchtungen zu stellen und die ewige Opferhaltung aufzugeben. Sie will, dass du dich folgenden Fragen stellst. Welche Blockaden und Muster, welche unbewussten Zugriffe gibt es noch auf dein Energiefeld? Wo fühlst du dich noch klein, grau und hilflos? Was nagt noch in dir? Wovor rennst du immer wieder weg? Wo ernährst du dich noch von der Energie anderer? Welcher Seelenteil möchte jetzt zu dir zurückkehren? Welcher Bereich in deinem Leben möchte beachtet werden? Zeigt sich dir die Maus, so bekommst du eine neue Chance, dir die Umstände deines Lebens anzuschauen, Verstrickungen zu lösen und dich neu zu binden. Übernimm die Verantwortung für dein Leben. Die Maus ist ein fleißiger, guter Geist, der dir hilft, das Gleichgewicht in deinem Leben herzustellen. Mit ihr an deiner Seite kannst du die Kraftquelle deines Unterbewusstseins dazu nutzen, dein Leben zu verändern. Und deine Affirmation lautet: Das Gute wird immer siegen. Ich ziehe Erfolg und Glück in mein Leben und bin bereit, mich zu meiner vollen Größe aufzurichten. Jetzt. Schön. Sehr, sehr schön, die kleine süße Maus, die sich tapfer durchs Leben schlägt. Und die das dann ernten kann, was sie gesät hat, die Kleine, was sie sich vielleicht alles schon über die Sommermonate auch zusammengehamstert hat oder im Herbst. Und jetzt schauen wir uns die Kuh an, die ja in Indien heilig ist, wie wir wissen, weil sie nährt. Die Glücksgöttin Fortuna schüttet jetzt ihr Füllhorn über dir aus. Großer Segen kündigt sich an. Ja, eine regelrechte Segensflut erreicht dein Leben. Du hast es geschafft. Der Durchbruch ist da. Die große Göttin wiegt dich in ihren Armen und versorgt dich mit allem, was du brauchst. Erklärung: Du wirst aus der göttlichen Quelle gespeist und versorgt. Sie ist immer da und du hast den Zugang dazu dir. Und du hast den Zugang dazu in dir gefunden. Beginne nun die Verbindung zur ewigen Quelle zu stärken, indem du dir jeden Tag etwas Zeit nimmst, um nach innen zu gehen. Es gibt viele Wege. Wähle den Weg, der dir gut tut. Betritt eine Kuh dein Feld, so ist das ein Zeichen dafür, dass du den Anschluss an dein wunderbares, schöpferisches Potenzial findest. Sie führt dich auf die innere Weide. Hier kannst du dich ausruhen und das, was du bisher erlebt hast, gründlich verdauen, neue Kraft schöpfen und den Segensstrom der Quelle fühlen, ihn stärken und fest in dir verankern.
Es ist Zeit, Geben und Nehmen in die vollendete Balance zu bringen. Nun gilt es, das, was du bereits erworben hast, zu ehren und zu bewahren und den Gewinn in deinem Leben zu erforschen. Was brauchst du für dein Wohlergehen? Was ist für dich Glück? Wie fühlt sich dieser Zustand für dich an? Genieße den Strom des Segens und vergiss nicht, ihn zu teilen. Eine buddhistische Regel empfiehlt, Geldsegen wie folgt aufzuteilen. Ein Drittel zurücklegen, ein Drittel spenden, ein Drittel genießen. Du trägst die Fähigkeit in dir, andere zu nähren, zu inspirieren und Glück, Liebe, Licht und Freude zu verschenken. Deine Affirmation lautet, ich danke aus tiefstem Herzen für die Fülle, den Reichtum, die Liebe und die Gesundheit in meinem Leben. Möge das Leben mich auf all meinen Wegen segnen. Möge der Segensstrom in, durch und um mich strahlen, funkeln und leuchten. Danke, danke, danke. Okay, das klingt doch schon mal sehr schön bei dir. Und wir gehen weiter. Jetzt haben wir die Magie der Erde-Karten und da sind recht viele gekommen für dich. Die anderen Gruppen hatten, wenn ich mich recht erinnere, hauptsächlich eher zwei. Und bei dir sind es vier, richtig viel. Schauen wir mal. Also, wir haben Steinwesen, Wachsamkeit. Wir haben Libelle, Emergenz. Wir haben Kristall, Fokus. Und wir haben Musik, Harmonie. Und da schauen wir jetzt mal in jede Karte hinein, was die genaueren Botschaften sind. Diese Felsen, hier ist nochmal die Karte, Steinwesen. Diese Felsen stehen seit Urzeiten wachend an der Küste eines Ozeans. Hier spiegeln sie sich gerade in den Wasserlachen, welche die Flut zurückgelassen hat. Der weiche Himmel hinter ihnen vermittelt Frieden und Ruhe. Sie strahlen Macht aus. Das Einzige, was sie bewegen und formen kann, sind die anderen Erdelemente wie Wasser, Wind und die Erde selbst, wenn es in ihrem Bauch rumort. Mit etwas Übung können wir nicht nur das Alter und die Stärke dieser Steinwesen würdigen, sondern sie auch nachzuahmen lernen. Sie ragen hoch auf und ihre gezackten Kanten verkünden den Eindruck, den die anderen Erdelemente auf diesen scheinbar unbeweglichen Festungen hinterlassen haben. Lange nachdem wir die Erde verlassen haben und in die Welt des Geistes eingetreten sein werden, bezeugen diese alten Wesen noch immer all das, was sich vor ihnen abspielt. Und nun deine Botschaft mit dieser Karte. Bleiben Sie wachsam in dieser Zeit, aber ängstigen Sie sich nicht. Wachsam sein zu sein bedeutet einfach, das vor Ihnen Liegende mit offenem Geist und offenen Sinnen aufzunehmen. Mit den Augen, den Ohren, durch Berührung und mit unvoreingenommenen Gedanken. Dies gilt besonders für zwei Bereiche. Folgen Sie erstens Ihrem Bauchgefühl, wenn es ihnen sagt, sie sollten sich vor jemandem oder für etwas in Acht nehmen. Seien sie zweitens aufmerksam, ob sich ihnen eine wichtige Gelegenheit bietet, die ihr Leben und das der anderen bereichern könnte. Seien sie wachsam im Hinblick auf die Hinweise aus ihrem Inneren und aus ihrer Umgebung. Machen sie sich bewusst, was aus ihrem Körper aufsteigt und unterscheiden sie dann konditionierte Reaktionen von rein instinktiven. Prüfen Sie die Situation mit Herz, Intuition und Verstand, denn so kann Ihnen die Wachsamkeit dienlich sein. Treten Sie einen Schritt zurück, atmen Sie und richten Sie sich zu Ihrer vollen Größe auf. Und als nächstes haben wir die Libelle, diese schöne Karte. Wirklich schön. Ich lese jetzt hier nur die Botschaft aus der Karte vor. Sie sind jetzt in einem intensiven Prozess der Emergenz, spontane Neubildung und stehen an der Schwelle eines neuen Zyklus in ihrem Leben. Und dazu muss ich sagen, in jeder Gruppe, wirklich in jeder Gruppe, die ich jetzt sozusagen beschrieben habe, ging es um Neuanfang, um einen neuen Zyklus. Unglaublich.
Genau, stehen an der Schwelle eines neuen Zyklus in ihrem Leben. Vielleicht kennen sie bisher eher allmähliche Bewusstseinsschritte, doch dieser ereignet sich rasch und ziemlich unerwartet, ohne Pausen zum Nachdenken oder Zögern. Vielleicht meinen sie sogar, auf diese Veränderung nicht vorbereitet zu sein, doch sie sind es und können ihre bisherigen Lebenserfahrungen und die daraus gewonnenen Weisheiten nutzen. Das Leben fordert sie auf, sich in die nächste Phase der Reifung zu begeben. Dafür müssen sie ihr Denken über sich selbst, über andere und über ihre Gemeinschaft erneuern. Es geht darum, eine weitere Schicht ihrer vom Ego bestimmten Abwehr und alle Illusionen von Minderwertigkeit wie eine alte Haut abzustreifen. Diese Zeit der spontanen Neubildung geht mit einem erweiterten Bewusstsein und geschärften Sinneswahrnehmungen einher. Was wir ja auch hier hatten. Sehr gut. Und da sie dem nicht ausweichen können, ist es am besten, sich dem Fluss hinzugeben und anmutig zur nächsten Stufe ihres Lebenszyklus überzugehen. Und dazu passt ja dann auch der Fokus. Kristalle, und zwar Fokus. Da gucken wir auch mal rein natürlich. Kristalle. Magie und Heilung, genau, Intensivierung medialer Fähigkeiten werden die Edelsteine verwendet. Und es ist Zeit, dass sie dem Thema ihrer Frage ihre ganze Aufmerksamkeit schenken. Entledigen sie sich aller Ablenkung und wenden sie sich ihm ungeteilt zu. Also wenn du ein Thema hast, das dich schon seit längerem beschäftigt, das du vielleicht immer wieder verdrängt hast, auf die lange Bank geschoben hast, oder lange Bahn, ist es jetzt für dich an der Zeit, da mal etwas genauer hinzuschauen und deine Aufmerksamkeit ungeteilt diesem Thema zu widmen. Ob es sich um ein Projekt, eine Beziehung oder um eine entspannte Zeit in der Natur handelt, seien sie vollkommen dabei. Diese Schärfung ihres Fokus wird ihre Wahrnehmung erweitern und es ihrer inneren Führung erlauben, ihr Bewusstsein ganz zu durchdringen. Daraus kann angemessenes Handeln entstehen. Wenn ihr Fokus kristallklar ist, sind sie im Fluss ihrer Lebenskraft und sind sogar damit eins geworden. Dies ist kein Zustand von höchster Anspannung oder Konzentration, sondern von entspanntem Gewahrsein. Halten Sie Augen, Ohren und Herz auf das gerichtet, worauf Sie achten müssen. Dann können Wunder geschehen. Nutze die Macht, könnte man in Anlehnung an einen fiktiven Ältesten sagen, und nutzen Sie sie auf lebensfördernde Weise. Sehr schön, also entspanntes Gewahrsein, Ohren, Augen, Herz öffnen, um eben die Informationen intuitiv eben zu empfangen. Also hier geht es wirklich darum, etwas wahrzunehmen und die richtigen Informationen, die passenden Informationen zu sammeln, die eben für den neuen Lebenszyklus sozusagen anstehen, genauso wie hier auch die Wachsamkeit abzuwägen und zu schauen, wem glaube ich nicht, wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut. Also in sich zu ruhen, entspannt zu sein und trotzdem einen scharfen Verstand zu haben und auch eine scharfe Intuition. Und hier haben wir jetzt noch die Musik als vierte Karte, die hier für Harmonie steht. Was wäre das Leben ohne sie? Steht hier genau. Dies ist eine Zeit großer Harmonie für sie. Verschiedene Elemente ihres Lebens fügen sich wunderbar zusammen. Ähnlich wie in der Musik erzeugt das Zusammenklingen dieser Elemente in einem ausbalancierten symmetrischen Zyklus das Gefühl von Harmonie. Die Herausforderung liegt darin, diesen inneren Akkord aufrechtzuerhalten, selbst wenn es um sie herum beachtliche Dissonanzen gibt. Machen Sie sich die Empfindungen, Emotionen und Gedanken bewusst, die Sie erleben, wenn alles gut zu gehen scheint. Nehmen Sie 3 tiefe Atemzüge und verankern Sie mit dem Atem die Erinnerung an diesen Zustand in Ihrem Bewusstsein. Wenn Sie um sich herum Chaos wahrnehmen, erkennen Sie, dass es ein Spiegel ist für Ihr eigenes inneres Durcheinander.
Atmen Sie in solchen Situationen dann ein paar Mal tief und rufen Sie in sich die Erinnerung an jene Zeit in Ihrem Leben wach, in der alles wie eine Symphonie zusammenklang. Beim Ausatmen verströmen Sie dann die Energie Ihrer inneren Harmonie in die Welt, was erstaunliche Wirkungen zeigen wird. Sehr, sehr schön. Auch eine wirklich schöne Botschaft. Genau, machen Sie sich die Empfindungen, Emotionen und Gedanken bewusst, die Sie erleben, wenn alles gut zu gehen scheint. Das ist gut. Chaos, genau, als Spiegel des Inneren. Wunderbar. Okay, das waren erstmal die Karten. Wir schieben das Ganze mal ein bisschen mehr nach oben, um etwas mehr Platz für die restlichen Karten, die wir hier noch haben, zu schaffen. Hier haben wir jetzt das Erzengel-Orakel und da spricht einmal Zadkiel, Erzengel Zadkiel und Erzengel Haniel zu dir. Schöne pinke-lila Farben, echt toll. Und hier steht Lehren und Lernen und Leidenschaft. Bleib weiterhin aufgeschlossen für neue inspirierende Ideen und lerne von ihnen. Dann lehre andere Menschen diese Ideen und die Leidenschaft. Vertraue und folge deiner wieder erwachten Leidenschaft, sowohl in deinem Liebesleben als auch in deinem Beruf. Auch sehr gute Botschaften, aufgeschlossen zu bleiben, offen zu bleiben, ne? Wachsam zu sein, Fokus zu setzen. Und auch die Leidenschaft ist auch in deinem Leben wieder am Entfachen, wenn sie nicht sogar schon längst da ist, aber wenn noch nicht, dann eben schau einfach, wo du in deinem Leben, wo sich bei dir Leidenschaft bilden und entwickeln könnte, welche Bereiche es verdienen, vielleicht mehr Leidenschaft von dir zu bekommen, dass du dort mehr Liebe und Hingabe hineingibst, auch eben in deinem Liebesleben, Privatleben und aber auch in deinem Beruf. Und dazu ist es eben auch wieder wichtig, zu schauen, hineinzuspüren, hinzuhören, was will dir dein Innerstes sagen, was wird dir im Außen gespiegelt. Und eben wieder ins Vertrauen zu gehen, dass sich alles für dich fügt, wenn du eben auch in dich hineinhorchst und ja deiner inneren Weisheit sozusagen lauscht. Und hier geht es eben auch sogar um Lehren und Lernen, sich Dinge auch anzueignen, zu lernen und auch zu teilen, dieses Wissen dann. Und das passt ja dann auch zu dem Beruf, zu der Leidenschaft des Berufes. Wenn du etwas tust, was du wirklich gerne machst, kannst du natürlich auch andere wunderbar darin inspirieren und ihnen ein guter Lehrer sein. Sehr gut. Okay. Und als nächstes haben wir das schamanische Seelenorakel. Haben wir einmal der Jäger und die Reise für dich. Da schauen wir mal in das Buch wieder genauer hinein. Wir haben die Nummer 27 und 29, also die liegen sogar im Buch auch sehr nah beieinander. Ja, okay. Die Essenz. Also der Jäger. Bevor die Landwirtschaft aufkam, haben wir gejagt, um die Familie zu ernähren. Der Jäger bringt nie mehr Tiere zur Strecke, als das Dorf zum Überleben braucht, manchmal sogar nur eines. Er ist ein Meister im Pferdenlesen und weiß genau, welchem Pfad er folgen muss, um erfolgreich zu sein. Die Einladung. Vertraue auf dich und deine Fähigkeiten, wenn es gilt, den dichten Wald zu durchqueren, um an dein Ziel zu kommen. Den Spuren, die der große Geist hinterlassen hast, musst du folgen. Willst du dir all die Gaben, die längst für dich bereit liegen, zu eigen machen? Und orientiere dich nicht an Plänen und Karten, die andere gezeichnet haben, denn die führen dich in die Irre. Werde stattdessen selbst zum Kartografen, finde deinen inneren Kompass und bediene dich all deine Sinne. Die Medizin.
also die Vorsicht, die auch dahinter stecken könnte. Gib dich nicht mit dem überfahrenen Wild zufrieden, es könnte giftig sein. Pass auf, dass du nicht zur Beute deiner Begierden und Fantasien wirst. Wünsch dir nicht mehr, als du brauchst. Lass dich nicht von übermäßigem Ehrgeiz leiten. Und wenn du mit leeren Händen nach Hause zurückkommst, ist das auch in Ordnung. Okay? Und die Reise. Die Reise. Die Reise ist die Einladung, aus der Begrenztheit deines Lebens, wie du es bislang kennst, herauszutreten. Dabei handelt es sich nicht um einen Urlaub, sondern vielmehr um die Aufforderung, wie ein Eremit, also ein Einsiedler, ein Höhlenmensch zu sein und zu einer Pilgerreise ins Unbekannte aufzubrechen. Für das Gelände, das du erkunden willst oder wirst, existieren allerdings keine Landkarten. Das hatten wir ja auch eben schon mit dem Jäger. Und ebenso wenig gibt es dort gekennzeichnete Wege oder Straßenschilder. Die Einladung. Für deine große Reise ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Bleib nicht länger im Hafen, wenn doch die fernen Gestade dich rufen. Zeichne, während du deiner Route folgst, furchtlos deine eigenen nautischen Karten. Ist die rechte Zeit gekommen, wie eben jetzt, wirst du geleitet, selbst wenn du nicht weißt, wohin es dich verschlägt. Worauf es am meisten ankommt, ist die Abreise. Verpasst du das Schiff, ist eine Riesenchance vertan und die nächste stellt sich vielleicht erst in ferner Zukunft ein. Die Medizin. Die Reise ruft dich, aber es ist noch zu früh. Also das kann sozusagen auch eine Botschaft für den einen oder anderen hier sein, dass es eben noch nicht an der Zeit ist. Das Sammeln von Postkarten oder Fantasien, von Traumdestinationen zieht womöglich deine gesamte Aufmerksamkeit auf sich und lenkt dich von deiner eigentlichen Bestimmung ab. Vielleicht musst du auch erst andere Dinge zum Abschluss bringen oder versuchst immer noch verzweifelt herauszufinden, wo die Reise hingehen soll. Aber ihr Sinn liegt ja nicht. Vielmehr geht es dabei um den Menschen, zu dem du im Zuge deiner Transformation werden wirst. Du darfst die innere Reise nie mit einer im Außen verwechseln. Also bei dir zeigt sich auf jeden Fall ein gewisses Tempo an, ne? Also die Innenschau und das Informationen sammeln und auch Fülle und Segen empfangen, also auch das schon ernten, was man gesät hat. Aber es geht auch darum, noch in eine weitere Phase zu treten oder sich auf eine Reise zu begeben oder neue Ufer zu erkunden, einen neuen Weg vielleicht auch für dich einzuschlagen. Und das Ganze aber natürlich im Idealfall so harmonisch wie möglich, also nichts zu erzwingen, sondern wirklich im Fokus, in der Ruhe, in der Harmonie zu bleiben und einfach wachsam zu sein und genau eben auch seinen eigenen Weg zu gehen, seinen eigenen Weg zu gehen und das gerne auch mit Leidenschaft, ohne sich natürlich zu verlieren und zu sehr zu verausgaben. Das ist wichtig, die Balance. Und jetzt haben wir noch zwei Naturgeister-Orakelkarten für dich. Oh, wie schön, wunderschön. Das sind echt immer extrem tolle Zeichnungen, Illustrationen, unglaublich schöne Malerei. Wir haben hier einmal Dankbarkeit und Wertschätzung. Dankbarkeit und Wertschätzung. Und die zweite Karte sagt, dass du das Alte ausmisten sollst, dich Alters oder Altem entledigen sollst. Schön. Das gucken wir uns natürlich auch in dem Booklet nochmal genauer an. Okay. Es ist, wie gesagt, hier auf Englisch. Habe ich schon in den letzten Gruppen gesagt, deswegen sage ich wie gesagt. Ich versuche es so gut wie möglich simultan zu übersetzen. Erkenne die guten Qualitäten in anderen und teile ganz offen deine Dankbarkeit mit ihnen. Mach dir Notizen darüber, wofür du bei anderen dankbar bist und denen, die dir eben geholfen haben.
Wenn jemand Anerkennung oder Wertschätzung verdient, nimm dir die Zeit, dieser Person zum Beispiel auch in der Arbeit, dem Chef oder dem Kollegen oder auch der Putzfrau, wem auch immer, diese Dankbarkeit auch auszudrücken. Also sie wissen zu lassen, dass sie auch eben diese Anerkennung für ihre Arbeit bekommen, die sie auch verdienen, dass sie gesehen werden, dass ihre Arbeit gewertschätzt wird. Die Natur teilt kontinuierlich ihre Schönheit mit uns, sodass wir sie wertschätzen können. Zum Beispiel ein Regenbogen ist ein großes Geschenk für uns. Und wenn wir die Schönheit eines Regenbogens, eben wenn wir ihr begegnen, es ist der perfekte Zeitpunkt, um dankbar zu sein, also sich in solchen Momenten daran zu erinnern, wofür wir alles in unserem Leben dankbar sein können. Es ist wichtig, eben einen positiven Fluss an Dankbarkeit zu kreieren, der eben auch für einen anderen Menschen Freude bringt, der einem anderen Menschen Freude bringt. Also nicht immer nur für uns selbst, sondern wirklich mehr in die Achtsamkeit zu kommen. Andere um uns herum, die so viel leisten und tun für uns, für unseren Komfort, sie das auch wissen zu lassen. Sich zu bedanken, dass jemand sehr freundlich war oder sich zu bedanken, dass einem jemand so viel Zeit geschenkt hat bei einer Beratung oder was auch immer oder jemand zu sagen, dass er eine angenehme, schöne Stimme hat am Telefon, wenn man vielleicht im Callcenter gerade mit jemandem telefoniert, jemand zu sagen, dass er etwas Hübsches anhat oder schöne Haut hat oder was auch immer. Man kann so viele schöne Dinge anderen Menschen sagen und sie wissen lassen. Und wir freuen uns ja auch immer, wenn wir etwas Schönes gesagt bekommen. Also auch immer sich daran erinnern, was wir uns ja auch für uns selbst wünschen von anderen. Und damit mit einem guten Beispiel voranzugehen. Genau, und indem du dich eben derart verhältst, verringerst du nicht nur deinen Stress, deinen inneren. Du wirst auch viel Gutes in dein Leben ziehen dadurch, dass du eben Gutes in die Welt gibst und Licht sozusagen in die Welt gibst und Liebe. Das ist ja auch eben eine Frequenz der Liebe, wenn wir dankbar sind. Also mit die höchste Frequenz in diesem Universum, wenn wir dankbar sind. Und damit ziehen wir eben viel Gutes auch an. Okay, und jetzt haben wir hier ja die Erinnerung oder die Botschaft daran, dass du dich Altem entledigst. Und hier steht, alles, was du im Hier und Jetzt erlebst, hast du sozusagen selbst dir manifestiert in deinem Leben, hast du selbst in die Existenz gebracht, dass es eben in deinem Leben Früchte tragen konnte, egal ob es für dich gut ist oder eben nicht gut ist oder dich eben auch vielleicht verlangsamt hat in deinem Prozess. Aber auch das ist eben Teil deiner inneren Welt, die du eben durch vergangene Gedanken und Gefühle in das Hier und Jetzt, damals eben deine Zukunft, was ja jetzt eben die Gegenwart ist, hast du dir eben manifestiert. Und es mag sein, dass es dich in diesem Moment irgendwie gefangen hält und dass du dich eben etwas verloren fühlst und blockiert fühlst und wie in einem Schraubstock sozusagen fühlst, kannst du das aber auch loslassen. Also auch wenn du dich gerade so fühlst, kannst du es trotzdem jetzt loslassen und zu träumen beginnen von einer neuen Zukunft. Denn wie du siehst, hat das vielleicht nicht so viel Gutes auch teilweise für dich gebracht. Manches hat geklappt und war genau richtig und manches ist eben nicht so geworden, wie du es dir gewünscht hast. Und da darfst du jetzt mal in dich gehen, in dich hineingehen sozusagen und schauen, was noch etwas mehr Feinjustierung oder ganz grobe Justierung benötigt, um ein anderes, schöneres Endergebnis in der Zukunft zu kreieren. Genau, also lass die Aspekte dieser dieser Schöpfung, ist ja auch eine Form von Schöpfen, auch wenn es vielleicht nicht so positiv für dich ist, aber lass diese Aspekte dieser Schöpfung los, die dir nicht länger dienen und die auch gar keinen Sinn und kein Ziel mehr für dich haben, die gar nichts mehr für dich bereithalten, wie eine leere Hülle sozusagen nur noch. Lasse los, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist und lass auch jegliche materielle
ja, jeglichen materiellen Besitz los, der dir nicht auf deinem neuen Weg oder auf dem Weg zu deinem neuen Traum dient, was du eben Neues kreieren willst. Und wisse auch, dass dort, wo du jetzt bist, kannst du jederzeit wieder von Neuem beginnen. Also es ist nicht dein Ende, es ist nicht hoffnungslos, es ist nicht in Stein gemeißelt. Es ist immer wieder ein Neuanfang und eben ein Kurswechsel auch möglich. Eine schöne Botschaft auch für dich. Denn wie gesagt, manchmal investieren wir im Leben in Richtungen, in Situationen, in Menschen, von denen wir dachten, dass es das Richtige für uns sei. Und dann kann es sein, dass wir dann irgendwann eben die wertvolle Erkenntnis bekommen, dass es das nicht ist. Und dann dürfen wir eben auch gerne wieder den Kurs wechseln, sozusagen das Ruder rumreißen. Und die letzten Karten, die ich für dich habe, sind eben die Engel-Tarot-Karten. Auch hier in Gruppe 3 sage ich, dass ich mich nicht zu gut mit Tarot auskenne. Erst kürzlich habe ich ein paar Readings für mich auf YouTube angeschaut. Deshalb werde ich hauptsächlich wirklich nur die Botschaften, die auf den Karten unten stehen, vorlesen und dann natürlich auch das Büchlein wieder zur Rate ziehen, das mit dabei ist und ja, uns dabei hilft, die genaueren Botschaften dieser Karte oder dieser Karten nochmal zu verstehen. Okay. Also, wir legen die jetzt erstmal hin und schauen, was uns hier erwartet. Okay, wir haben also auf jeden Fall zweimal das Element Erde. Das ist ja die Fülle, der Wohlstand, der Besitz, das Materielle, die materielle Welt eben eher. Genau, das ist dieses Büchlein, aus dem wir das Ganze dann vorlesen werden. Und wie gesagt, wir sehen jetzt hier auf jeden Fall zweimal Erde. Das ist immer ein schönes Zeichen. Das heißt meistens immer Fülle, Sicherheit, Materielles. Und die Luft steht für die Gedanken, für den Geist und das Feuer für die Leidenschaft in uns. Genau. Dann schauen wir uns mal die beiden Karten gleich an, nebeneinander. Hier haben wir gut gesäte Samen, eine kleine Handlungspause, unnötige Sorgen. Und auf dieser Seite haben wir Königin der Erde, die Königin der Erde. Und sie steht für Nachdenklichkeit, Kreativität, Warmherzigkeit und Sensibilität. Nimm dir Zeit für die Menschen deiner Umgebung. Das passt auch wieder so schön zu der Karte, die wir eben hatten mit der Gratitude and Appreciation, also Dankbarkeit und Wertschätzung anderen gegenüber. Reagiere auf Herausforderungen freundlich und verständnisvoll. Sehr, sehr schön. Gut gesäte Samen. Okay, und dann haben wir die 9 der Luft. Das Schlimmste erwarten, selbsterfüllende Prophezeiungen und schlaflose Nächte. Also hier wird sich zu viel gesorgt. Die 3 des Feuers. Fülle. Es sieht gut aus. Fülle. Aber habe diesmal Geduld. Zeit für langfristige Pläne. Okay. Dann schauen wir uns die jetzt noch zu guter Letzt an. Die 7 der Erde. Schauen wir mal. Das ist das Feuer, Wasser, Luft und das ist die 7. Erde. Okay. Die Früchte deiner Arbeit wachsen weiterhin und die Ernte steht unmittelbar bevor. Geduld ist essentiell, während du eine kleine Handlungspause einlegst und deine nächsten Schritte planst. Vielleicht hast du das Gefühl, weit gehen zu müssen, doch vergiss nicht, wie weit du bereits gekommen bist. Betrachte deinen Fortschritt aus einer übergeordneten Perspektive und erkenne ihn an. Angst bezüglich der gegenwärtigen Situation ist unbegründet. Jede Verzögerung in deiner Vorwärtsbewegung ist temporär. Jetzt ist eine gute Zeit, dich auszuruhen oder Ferien zu machen, um deine Batterie neu aufzuladen. Zusätzliche Bedeutung dieser Karte: Beharrlichkeit, einen Wendepunkt erreichen, eine neue Herangehensweise ins Auge fassen und auch unnötige Sorgen. Also hier haben wir nochmal die Sorgen, die wir eben auch schon hier hatten. Ist ja auch interessant. Also das Schlimmste erwarten eben. Mhm. Genau. Hier geht es auch wieder um Geduld. Auch bei der geht es auch um Geduld. Und die Königin der Erde
Nimm dir Zeit für die Menschen in deiner Umgebung. Du hast viel zu geben, egal ob es sich dabei um Familie, Freunde oder Personen handelt, denen es nicht so gut geht wie dir. Gehe freundlich und verständnisvoll, aber auch mit Vertrauen und Findigkeit auf Herausforderungen ein. Personen, auf Personen bezogen die Karte, das war jetzt gerade auf Situationen bezogen. Und Personen, jemand, den das Wohl anderer am Herzen liegt und der schnell bereit ist zu helfen. Ein Mensch, der warmherzig, kreativ, intelligent und in der Lage ist, Probleme effizient zu lösen. Selbstlos, familienorientiert, verständnisvoll, geht ausgezeichnet mit Geld um, praktisch veranlagt, mit Genuss an schönen Dingen. Und die zusätzliche Bedeutung dieser Karte: Wohlstand, eine nüchterne Herangehensweise, ein grüner Daumen, liebt Kinder und Tiere, Sinnlichkeit. Wirklich schöne Botschaften. Sehr, sehr schön. Und die 9 der Luft. Positives Denken ist jetzt essentiell. Deine eigenen obsessiven negativen Gedanken sind der wahre Grund für die Probleme, vor denen du Angst hast. Lass deine Schuldgefühle los und erkenne, dass Reue eine vergeudete Emotion ist. Richte vielmehr deine Aufmerksamkeit auf die erstaunlichen Möglichkeiten für die Zukunft und lass die Vergangenheit zurück. Wenn du in dieser Zeit unangenehme Träume hast, schreibe sie auf. Danke ihnen für ihr Bemühen, dich zu informieren und schicke sie dann den Engeln. Falls Depression ein Thema ist, ermutige dich oder den davon Betroffenen, sich professionell beraten oder behandeln zu lassen. Zusätzliche Bedeutungen dieser Karte: schlaflose Nächte, wild durcheinander rasende Gedanken, das Schlimmste erwarten, selbsterfüllende Prophezeiungen, Sorgen, Befürchtungen, stressbezogene Erkrankungen. Also auch hier kann es sein, dass du Sachen vielleicht zu sehr durchdenkst und eben ja den Fokus verloren hast und eben nicht sozusagen nicht der Harmonie des Lebens hingibst, sondern zu viel in deinem Kopf verharrst und dich dadurch vielleicht auch überfordert fühlst und verloren, dass eben alles sehr verworren ist. Aber das kannst du mit Wachsamkeit und eben mehr Fokus und auch mit Clear Hearing, also dass du eben mehr dich auf deine Intuition, auf die Botschaften, die du innerlich empfängst, indem du dich darauf verlässt, kannst du mehr wieder aus dieser Spirale rauskommen, mehr in die Ruhe kommen. Das ist immer wichtig, also das ist immer eine gute Botschaft. Und eben auch diese Innenschau betreiben, in dich selbst hinein mehr schauen, um dich dann für deine Reise in einen neuen Lebensabschnitt eben zu wappnen und mit mehr Leidenschaft und Kraft und Energie lernen und lehren zu können. Also eine gute und auch wichtige Botschaft, auch wenn sie eben warnt und wenn sie etwas negativ klingt, so ist sie doch auch ein wichtiger Wegbegleiter und Eckpfeiler für dich aktuell, auch ein bisschen Vorsicht walten zu lassen und eben auch abzuwägen, aber eben nicht in diesem Grübelnden zu sehr, sondern mehr in der Sanftheit, in der Ruhe zu sein und mehr hineinzuspüren, was da so rauskommt, was da hochkommt, was dir vielleicht etwas auf deinem Weg mitteilen möchte. Auch Botschaften, die dir im Alltag immer wieder begegnen, Menschen, die dir Ähnliches sagen über dich, über dein Leben, das kann auch wichtige Wegweiser sein. Und hier haben wir die 3 des Feuers. Da schauen wir uns die letzte Karte noch an. Glückwunsch, dies ist eine wunderbare Zeit für dich, deine Erfolge zu feiern. Dennoch ist es nicht an der Zeit, sich auszuruhen. Du musst mit deinem nächsten Projekt beginnen. Also tritt einen Schritt zurück und schau dir noch einmal alles an. Also Wachsamkeit, Fokus, all diese Dinge. Was du bisher getan hast, und entwirf eine Blaupause für die Zukunft. Dabei solltest du langfristige Pläne im Auge behalten. Wahrscheinlich hast du ein gutes Gefühl im Hinblick darauf, wie weit du schon gekommen bist. Doch ist dies nicht der Moment, dich auf deine Lorbeeren auszuruhen. Es ist wichtig, das Feuer der Begeisterung, die Leidenschaft, für die großen Höhen brennen zu lassen, die du noch erklimmen kannst. Geduld kann vonnöten sein, während du auf Resultate deiner früheren Entscheidungen wartest. Nutze diese Zeit, um die Möglichkeiten zu erforschen, wie du dein Unternehmen oder deine Talente optimieren kannst. Zusätzliche Bedeutung dieser Karte: Mitarbeiter managen,
gutgehende Geschäfte, Selbstzufriedenheit, weisen Rat einholen, einen wichtigen Job annehmen und Geschäftsreisen. Also hier geht es vor allen Dingen nochmal sehr auch um Business. Ja, ich hoffe, liebe Gruppe 3, dass du aus diesem Reading für dich ein paar wertvolle Botschaften mitnehmen konntest. Ich freue mich, dass du dich für dieses Reading, für dieses Video entschieden hast, selbst wenn du auch meinen YouTube, meinen ASMR-Kanal nicht kennst und mit den anderen Inhalten vielleicht nicht vertraut bist, aber dass dich vielleicht dieses Reading hier angezogen hat und vielleicht, wie gesagt, eine schöne Erinnerung nochmal an dein Leben, an deinen aktuellen Stand deines Lebens war und die Karten dir, und wenn es nur ein paar waren, doch ein paar wertvolle Erinnerungen und Inspirationen geben konnten an deine aktuelle Situation. Und wo du eben auch noch hin möchtest. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Natürlich wünsche ich jeder Gruppe alles, alles Liebe auf ihrem Weg. Und ja, es ist eine spannende Reise im Leben. Immer wieder, immer was Neues, immer wieder auch etwas loslassen, immer wieder sich neu justieren, wieder in die Mitte kommen, überhaupt zu wissen, wo liegt denn die eigene Mitte und wer ist man denn überhaupt, wo möchte man hin, was sind die wahren Essenzen von einem, die wahren Träume und Wünsche. Und deshalb, ja, kann es immer mal rütteln und ruckeln, aber es ist eben wichtig, nie den Fokus zu verlieren und sich auch nicht zu sehr stressen zu lassen vom Außen und sich in Gedanken hineinzusteigern, sondern auch gern mal wieder in die Ruhe zu kommen, loszulassen, die Natur aufzusuchen oder schöne Musik zu hören, alles das, was einem gut tut, das einen wieder daran erinnert, mehr in die Dankbarkeit zu kommen, was denn schon alles gut läuft und was denn alles, schon alles gut geklappt hat für einen. Das ist wichtig. Also alles, alles Liebe, sagt Christiane alias Whispering Jane ASMR. Tschüss.